Ja, können wir hier noch aushaben? Wir hören uns gerade doppelt, das wäre nett, liebe Regie. Hallo, herzlich willkommen zu Rage of Empires, die erste Folge. Wir haben auch ein wunderschönes Design und ein wunderschönes, ich sag mal, Package bauen lassen vom lieben Dima. Vielen Dank an dieser Stelle und damit starten wir auch direkt, denn hier kommt unser brandneues, wunderschönes Intro. Bitteschön. So, herzlich willkommen. Das ist es. Das ist Rage of Empires. Und natürlich starten wir wie gewohnt mit leichten Tonproblemen bei Rocket Beans. Das gehört einfach auch ein bisschen zur Tradition, muss man sagen. Das finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Konnten wir ja schnell lösen, passt ja alles. Konnten wir schnell lösen. Justin ist hergeeilt. Also, ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, wieder mit dabei zu sein. Was heißt mit dabei zu sein? Das ist ja quasi, ist ja quasi unser Job mittlerweile eigentlich. So, ne? Also wir wurden ja nur jetzt noch wegen Age of Empires eigentlich angestellt. Der Rest, der würde uns ja schon weggenommen. Ja, aber das Ding funktioniert ja wenigstens. Genau. Bei meinen Vertragsverhandlungen war das auch doch, ich glaube, recht wichtig. So, aber genug des Dummgelabers. Herzlich willkommen. Ja. Wir haben es euch versprochen. Wir haben ein eigenes quasi, naja, Format würde ich jetzt. Es ist schon eigentlich ein eigenes Format, wo es um Age of Empires gehen soll, gegründet. Das war ja bis jetzt immer unter dem Rahmen von Eine Runde mit, einem sehr, ich sag mal, generischen Format hier bei Rocket Beans, wo auch andere Spiele gespielt werden. Und dann dachten wir, hey, ich glaube, die Leute haben Bock auf Age of Empires, wir haben Bock auf Age of Empires, wir wollen das auf jeden Fall noch lange machen. Ja. Wir wollen, ja, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen Tutorials spielen, wir wollen mit der Community spielen, wir wollen gegen die Community spielen, wir wollen mal Profis einladen, wir wollen Spiele kommentieren, wir wollen, Flonny geht natürlich weiter, keine Sorge, es wird natürlich ein großes Rematch geben, Florentin und ich gegen Marco, nächste Woche erst, denn Florentin ist heute leider verhindert. Und wir werden Sachen analysieren. Und das bringt mich zum ersten Tagespunkt heute. Wir werden heute. Bevor du deinen ersten Tagespunkt machst, möchte ich noch ein bisschen mehr erzählen. Du hast ja schon ein bisschen umrissen, um was es alles bei Rage of Empires gehen soll. Wie gesagt, Flonny bleibt erhalten. Hast du ja schon gesagt. Ganz wichtig, weil die Weste muss zurück an den ursprünglichen Platz. Ich fühle mich echt heute mit so einem Pulli, weiß ich nicht, nicht so geil. Aber uns haben auch die Entwickler angeschrieben. Also, das finde ich schon mal ist so eine Art Ritterschlag. Die Entwickler von Age of Empires 2 HD und von der Definitive Edition und den folgenden Definitive Editions haben uns angeschrieben und gesagt, ey, können wir euch irgendwie unterstützen? Und sie haben gesagt, das Mindeste, was wir machen können, und das machen sie auch, ist uns Keys geben. Also Keys für die HD-Version und Keys für die Definitive Editions. Und das, finde ich, ist doch einfach mal mega geil, oder? Ja. So. Stell dir jetzt einen Applaus vor, der gerade vom Chat kommt. Ich höre, ich kann ihn quasi hören. Ja. Und dann kommt das nächste. Ja. Wir haben auch natürlich, das ist ja, habe ich auch schon mal auf Twitter rausgehauen, Jordan23, der gerade mitunter beste deutsche AOE2-Spieler, hat uns ja auch schon herausgefordert. Nili, der hier in Hamburg ja ansässig ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er mal hier vorbeikommt. Mhm. Oder dass wir gegen ihn spielen. Und auch The Viper. Der Beste der größte Viper-Fanboy, den es gibt. Ich bin ja tatsächlich, ich habe irgendwie auch neulich so einen Tweet gemacht oder so, und da hat er auch geantwortet drauf. Und ich habe mich wirklich so, ich war wie so ein Fanboy. Ich habe mich wirklich mega gefreut und war so voll, oh, wolltest fast schon so einen Screenshot machen. Alter. Also von daher, wir freuen uns sehr. Ja, die roten Bäckchen sind schon da, das ist von mir gewohnt, das ist Age of Empire-Modus. Ich habe schon natürlich ein bisschen reingedingst. Yes. Wir werden heute, genau, apropos Analyse, wir wollen heute mal dem Marco vor allem auch die Chance geben. Ich glaube, das ist einfach das Mindeste, was wir machen können. Ja. Nachdem er die Weste abgeben musste letzte Woche, liebe Freunde, einfach sich auch ein bisschen zu äußern. Wir gucken nämlich das Replay jetzt gleich mal an. Genau. Wir wollen ein bisschen analysieren, wir wollen es mal angucken. Und ich habe viele Fragen an Marco. Ich habe auch viele Fragen, was ich da gemacht habe eigentlich, ja. Und wir gucken gleich mal rein. Ich glaube, wir machen davor ein kleines bisschen Werbung, wenn ich das richtig verstanden habe vom Ablauf. Und genau, das ist heute der Plan. Wir gucken uns das Replay an vom Flonny versus dem Westenmann, dem legendären mittlerweile, kann man eigentlich sagen, Spiel, wo wir dich in die Knie bezwungen haben und einfach auch absolut lupenreines Age of Empires abgeliefert haben. Ja. Und da wirst du dich gleich erklären. Und danach werden Marco und ich eine Runde zocken. Das heißt, alle Zuschauer, die jetzt gerade live dabei sind, die Bock haben zu zocken, die, ich sag mal, auch ein gewisses Level haben. Denn, also, gegen mich gewinnt jeder, aber ach, du bist schon ganz gut. Vielleicht so eine Elo von 1700, würde ich schon Minimum sagen. Ja. Tu und tu. Ja. Also, ich glaube, da finden wir Leute. Und ich glaube, zum Beispiel Elo ist ja nicht alles. Ich kenne auch ein paar Spieler, die spielen keine Elo, die spielen einfach nur mit der Community. Ja. Ich glaube, da finden sich zwei Leute, die halt sich trauen, gegen uns zu spielen. Genau. Oder einfach nur Bock haben, die beiden mal wegzuhauen.
Genau, und das werden wir machen. Das heißt also, alle die zocken, Bock auf Zocken haben und Age of Empires spielen, ich nehme das zurück, komm, jeder kann, ey, das ist doch scheißegal. Richtig. Dann einfach mal gucken, dann werden wir einfach in der Lobby gucken, gegen wen es dann sein wird. Und dann könnt ihr euch ja schon mal bereit machen. Also, jetzt gibt es ein kleines bisschen Werbung, bis gleich. Ich bin ganz aufgeregt, ne? Ein neues Format. Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist mir wichtig, dieses scheiß Format. Ich bin jetzt aufgeregt. So, ich brück mich jetzt und dann geht's danach gleich weiter. Ja. Hallo! Herzlich willkommen zurück hier bei Rage of Empires. So, jetzt fangen wir noch. Wir haben gesagt, wir kommen noch mal rein, ne? Ja. Ich hatte mich leider am Anfang doppelt gehört, deswegen habe ich etwas verpeilt moderiert. Rechtfertigungsstory activated. Wir sind hier und wir spielen. Wir haben gerade kurz überlegt, Marco und ich, ob wir jetzt vielleicht doch euch das zur Wahl stellen, ob wir jetzt zuerst zocken sollen oder zuerst das Spiel kommentieren. Uns ist es eigentlich wurscht, wir haben Bock auf beides, deswegen gibt es jetzt eine Abstimmung. Die wird jetzt gleich eingeblendet. Und dann könnt ihr, lieber Chat, abstimmen und sagen, worauf ihr Bock habt. Denn es ist ja ein interaktives Format. Wir sind in der Zukunft. Wir sind bei Rocket Beans. Da bestimmen natürlich die Zuschauer. Gott, ich sehe aus, als wäre ich gerade aus dem Bett gefallen. Ey. Ja, du siehst aus, als kommst du aus dem Bett. Ich habe ein rotes Gesicht. Das ist einfach. Wir sind hier nicht für ein Eye-Candy, Freunde. Ja, ja, stimmt. Wir sind hier für Age of Empires. Wir fucking geile Build-Orders für Klicks per Minute. Keine Ahnung. Ich muss auch dazu sagen, Marco, ne? Ja. Während die Abstimmung läuft, kleines bisschen Smalltalk zum Start. Ich habe nach Flonny, ne? Also ist jetzt auch wirklich keine Ironie oder so. Da bin ich wirklich so in so ein Loch gefallen, Age of Empires mäßig, weil ich hatte ja sehr stark für dieses Ziel trainiert. Ja. Und dann haben wir ja gewonnen. Und ich war dann wirklich so, ich habe so eine Leere gespürt und habe auch erst so zwei, drei Tage mal nicht gezockt, so. Weil irgendwie hatte ich nicht mehr, also ich war dann so irgendwie. Was nun? Was kommt danach? Und darauf will ich hinaus, das ist auch ganz interessant bei Age of Empires. Es ist wahnsinnig schwer, wieder reinzukommen in Age of Empires. Stichwort Jordan, du hast es ja gerade gesagt, der uns hoffentlich auch mal besucht. Grüße an dieser Stelle, unbekannterweise, aber du bist herzlich eingeladen. Er ist Marco. Sehr oft. Marco, hallo. wirklich, heißt ja auch Marco. Ich gucke nämlich auch sehr oft deine Spiele. Und ich gucke auch in letzter Zeit deine neuen Spiele, mein Freund. Da muss ein bisschen ran, halten sich. Sei ja. Donny zum Besten. Ja, na klar, ich bin ja quasi jetzt, wenn ich ein Fußballkommentator wäre, würde ich auch sagen, ja, der Ballack spielt gerade schlecht, obwohl er natürlich tausendmal besser spielt als ich. Ja. Aber ich finde, Jordan ist noch nicht da, wo er mal war, glaube ich. Spielt er auch gerne mit Viper zusammen. Er war halt auch lange inaktiv, das muss genau, man sagen. Absolut. Und wie du schon sagst, es ist so schwer, reinzukommen. Genau, und darum ging es mir, genau. Da habe ich schon wieder den Faden verloren, Classic. Aber darum ging es mir, diesen Faden verlieren. Und ich habe dann nach zwei, drei Tagen mal wieder gezockt, Freunde. Und ich war so schlecht, wirklich. Also ich glaube, man trainiert sein Gehirn auch krass bei Age of Empire. So in bestimmten Arten zu denken. Und ich habe dann gespielt und ich war komplett überfordert, weil ich habe so ein ganzes, meine Build-Order, das hast du drin. So, die Build-Order, die ist irgendwann einfach trainiert. Das verlierst du auch nicht. Aber dann, als ich angegriffen worden bin, so zum Beispiel, völlig völlig Panik wieder geraten. Oh, jetzt greift er mich gleichzeitig an. Ich habe meine typische Build-Order gemacht, 5, 6 Rittern gestört, Fast Castle. Dachte mir, oh, komm, das wird schon passen. Habe ja gegen Marco gewonnen. Dann greift er mich mit. So ein Online-Gegner mit 3 Sperrmänner an, einfach, ne? Ich war komplett überfordert. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Hab angefangen, mit Dorfbewohnern die Sperrmänner anzugreifen. Irgendwie, weil die greifen ja immer so an. Mhm. Und völlig schlimm. Wie siehst du das? Du warst ja auch lange raus, bevor du wieder aktiv warst. Ich bin jetzt eigentlich in der Bringschuld. Also, ich muss sagen, ja, das könnte ich dann in Analyse auch sagen, aber ich muss sagen, danach war es bei mir auch so ein komplettes Unverständnis, was ist denn hier gerade passiert? Du warst richtig moderiert, muss ich dazu sagen. Freunde, ne? Wir waren danach, nach dem Spiel haben wir ein bisschen getrunken an dem Abend. Ja, nicht nur eins, muss man auch dazu sagen. Da haben wir uns ein bisschen gefeiert. Wir haben dich gefeiert, euch gefeiert, ja. Ich habe ihn gezwungen mitzudrinken. Ja. Und der war super motiviert, Freunde. Also der war wirklich so, okay, jetzt trainiere ich wieder. Ich glaube, du bist dann 10-0. Und du dann gehst halt irgendwann so rein und denkst dir, na gut, okay, pass auf, was können wir denn heute machen? Mal sehen, was ich heute für einen Erfolg kriege. Ich muss gewinnen, ich stehe in der Pflicht, weil ich habe 10-mal gewonnen. Also es muss jetzt auch dieses Mal klappen und dann mache ich Blödsinn. Okay. Und diesen Blödsinn analysieren wir dann entweder gleich oder später. Lass uns doch direkt mal kurz so eine perfekte Überall. Genau. Können wir mal auf die Abstimmung gucken? Als hätten wir es geplant. Dann analysieren wir gleich. Ist doch schön, ich freue mich. Wir gleich diesen Blödsinn. Ja, machen wir jetzt direkt mal. Also 63% ist deutlich. Wir machen das wie folgt. Du hast es ja bei dir die Demo offen und du, ich kann da quasi auch mit rein, ne? Du kannst, nee, das geht leider nicht. Okay, nee, aber du kannst es wohl du kannst es da vorne ja mitverfolgen. Dann bitte ich jetzt um mal deine Worte dazu zum Spiel. Okay, also wir sind hier in dem besagten Spiel Flonny versus Marco. Ich bin an dieser Position. Also schauen wir uns erstmal genau diese Position an. Ich bin Japaner. Florentin ist
Spanier natürlich und du hast dich für die Briten entschieden. Eine kurze Zwischenfrage, sorry, ganz kurz. Was war dein Gefühl mit Japanern? Was war so dein erster Gedanke? War das cool? Dachtest du, oh nee? Eigentlich gar nicht so mega schlimm. Es gibt natürlich deutlich bessere Zivilisationen, um 2 gegen 1 zu spielen. Mhm. Ich erinnere mich nur an die Hunden, die ich als allererstes mal genommen habe. Ja. Das war super. Die sind optimal, ne? Ja, Maya sind super, Azteken sind schön. Okay. Aber ja, hier natürlich Japaner. Hatte aber mir eigentlich auch eine Strategie zurechtgelegt. Aber wie gesagt, rein map-technisch, hab hier meinen Hügel, hab ein bisschen Forward Gold, Schafe, 6 Stück auf einen Fleck, konnte ich auch sofort finden. Und ja, bei dir sieht es auch alles schön aus, genauso wie Eine super Map. Florentin. So, wir gehen mal in das Spiel rein und gucken mal, was ihr so macht. So, ganz normaler Start. Also, ich sage dir gleich, lange Zeit war das alles gut. Ich hatte mich normal gefühlt, fühlte mich solide, kann immer auf meine Ansicht gehen, fühlte mich halt nicht schwach, habe auch, wie gesagt, ja, erst 2 Schafe gefunden, der Rest ist ja, wie gesagt, hier hinten versteckt, aber die finde ich auch gleich. Hatte also am Anfang keine großen Probleme. Also das war so, ja, spielst es jetzt runter und guckst, dass dein Gegner irgendwann Fehler macht. Und dazu kam es dann irgendwann zwar schon, also wir können ja auch mal ein bisschen vorspulen, weil der ganze Anfangskram ist jetzt noch nicht so spannend. Genau, also alle spielen die typische Build-Order, ich habe es mir bei dir auch angeguckt, also alle 6 Dorfbewohner auf Schafe, 4 auf Holz. Genau, erstmal. Das ist kann ich auch gleich mal dazu sagen, das ist immer das, was du dir jetzt, glücklicherweise, ich habe mir mal auch dein Anfangsspiel mal angesehen, Moin Moin, kein Vergleich mehr zu dem, was du jetzt machst. Ja, das ist krass, ne? Das ist, das, was ich immer so noch ein bisschen klein kritisieren kann, ist dieser... Dieser Bohr, wo du noch ein Haus dazwischen baust. Habe ich mir abgewöhnt tatsächlich. Ich mach's jetzt so, wie du es vorgeschlagen hast. Finde ich gut, weil du verlierst ein bisschen Zeit und das Haus brauchst du noch nicht so schnell. Genau, kann man ja direkt sagen, auch für die Leute, die ja auch was dazulernen wollen. Ich mache das jetzt auch, wie Marco das macht. Und zwar nicht den auf dem Weg zum Bohr das Haus holen, sondern ich hole den Bohr. Und dann, wenn ich zum Mill bauen gehe, lasse ich den Mann eine Mill oder die Frau eine Mill und ein Haus bauen. Hier zum Beispiel sehen wir jetzt apropos Mill, schönes Stichwort, bei Florentin eigentlich wieder. Er hat schon im Spiel davor eine absolute Katastrophenmill gebaut. Die ist auch scheiße. Ne? Und jetzt sehen wir auch hier, warum die scheiße ist. Die ganzen Büsche sind jetzt hier hinten. Mhm. Und guck mal, wenn er jetzt den fertig hat, dann sind es 3 Tiles, die die Dorfbewohner gehen müssen. Ist auch Haust. Nicht dramatisch, aber ja, geht besser. Bei mir, hier greift gerade der Donbert, mein Dorfbewohner, an und verliert seinen Scout. Ja, kann ich direkt sagen, warum das so war? Also erstmal komplett eigenes Unvermögen, ganz klar. Ich habe den gesehen, habe den angegriffen und dann kamst du mit dem zweiten und ich war zu gierig. Ich habe deine Energielevel gesehen, also ich habe immer wieder draufgeklickt, weil ich muss, also Scout gewinnt ja gegen den Willen, ne? Also Nicht in Dark Age. Da verliert er. Ich hätte also eh verloren. Mhm. Okay, dann ist es noch mehr eigenes Unvermögen. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal zu Florentin gesagt. Ich dachte, ich krieg den und dann wollte ich dir noch den letzten Schlag und dann abhauen. Dann kam ein zweiter. Wenn es Downhill gewesen wäre, also wenn du jetzt hier gekämpft hättest mit deinem Scout hier oben und ich wäre hier unten, hättest du gewonnen. Aber so war es halt auf einer Ebene und egal. Okay. Also ich hätte das gewonnen mit einem Will. Ja, das finde ich spannend. Ich höre dir gespannt zu, ich bin mal ruhig. Das, was du hier getan hast, also dein Wood sofort abzuwallen, kann man machen. Finde ich jetzt nicht so wert. Ich kann jetzt die ganze Zeit euch kritisieren, wie ich will. Ey, Marco, gewonnen. Hau rein. Im Endeffekt ist es so, wenn ich jetzt hier Fernkampfeinheiten gehabt hätte, sofort oder Feudalzeit und Ritterzeit dann später, dann hätte ich das angreifen können. Ich höre mir das gerne. Ich finde, bei mir ist es gar nicht wie Kritik. Ich lerne tatsächlich auch super viel aus dem, was du immer so sagst, was man so falsch macht. Bei Florentin sieht man wieder genau das, was ich weiß gar nicht, ob ich das da schon zu diesem Moment erst scoutet habe. Nee, siehst du? Obwohl, man könnte das sehen, dass da halt ein Mining Camp steht. Oh, das musst du mir mal erklären, weil das so weißlich ist, oder was? Genau. Oh, das ist halt, mal, hier steht das und der Rest da drumrum ist halt sozusagen dieser Sand davon. Ah, wieder was gelernt. So, genau, das siehst du da auch. Jetzt idelt mein Scout hier rum. Also, das sind alles so eine, viele kleine Fehler haben dazu geführt, dass ich dieses Spiel dann verloren habe. Du siehst jetzt aber bei mir schon mal, was ich halt sonst nie so groß gemacht habe, ist, ich habe schon verstanden, dass ihr auch richtig nerven könnt. Deswegen wall ich mich mal bitte ein bisschen doller ein und mache auch hier gleich den Wall zu. Hier ist er auch gleich zu und Schießanlage steht auch bald. Wie du siehst, Ressourcen passen jetzt auch perfekt für Castle Age. Den Dorfbewohner ziehe ich noch durch. Sieht man das eigentlich auf dem oder liegt das nur an dem Monitor, dass es jetzt die Ressourcen oben links nicht zu sehen sind? Oder? Oh, das ist natürlich stimmt. Weil sonst müssten wir das ich glaube, das ist der Monitor. Das Okay, das ist natürlich nur der Paul. Genau, und jetzt, ich sehe es immer noch nicht. Guck mal, ich kann es vermuten, aber es wäre natürlich sicherer,
dann genau dahin zu gehen und zu sagen, geht Florentin jetzt schon auf Stein? Na, geht schon ja auf Stein. Mhm. Und ich müsste jetzt schon eigentlich Alarmglocken an. Ja, eigentlich ihn nerven. Also das ist Weg so mit dem früh, Scout. Ne, auf Stein. Also das finde ich auch immer so krass. Aber der jetzt sehe ich's, guck mal, jetzt sehe ich's. Mhm. Jetzt gehe ich genau dran, sehe es und denke, mein Scout ist ein Schockstarre. Der ist so, oh Gott, oh Gott. Der geht auf Stein. Und natürlich geht er auf Stein. Aber eigentlich muss es noch nicht mehr erscouten, weil es bei Florentin schon so durchsichtig ist. Ja. Und ich habe es auch kurze Zeit, habe ich es dann auch geschafft, ihn zu nerven. Guck mal, hier auch solche kleinen Sachen. Mhm. Wir sind jetzt schon in der Feudalzeit? Nee. Ich bin in der Feudalzeit. Ihr seid alle in der Feudalzeit. Mhm. Siehst du auch unten bei den Punkten? Ah ja, da sieht man es auch. Ja, sorry. Genau, da siehst du auch. Oben sehe ich es gerade nicht. Genau. Ressourcentechnisch, wie gesagt, ich bin gleich in der Ritterzeit. Du bist noch ein bisschen davon entfernt. Pop 29. Mhm. Florentin Pop 33. Kann gleich in die Ritterzeit gehen. Fehlt aber das Gebäude. Er baut eine Schießanlage. Guck mal. Das sind auch. Wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, ach Mensch, ey, wie konnte ich das verlieren? Guck mal, er hat. Da kannst du davon ausgehen, eigentlich, dass er schon mal keine Upgrades hat lange Zeit. Weil er muss erst die Schmiede nachbauen, kostet auch wieder. Und wie sein Holz auch so zeigt. Ist das sein Holz? Müsste sein Holz sein. Genau, sein Holz, 138, nicht so viel. Mhm. Ja. Aber was meinst du denn gerade, wenn du sowas siehst? Ja, das Ding ist halt, er hat keine Upgrades. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt ein bisschen schneller mit meinen Einheiten gleich bin, und ich bin vor ihm in der Ritterzeit, genau jetzt, wenn ich ein bisschen schneller da bin, dann hat er keine Upgrades auf seinen Einheiten. Oh Gott, die Maus. Du warst sehr viel schneller, du warst mindestens 2 Minuten, glaube ich, vor uns beiden da. Du warst ja mit 16 irgendwas. Florentin ist jetzt bei 30%. Du bist noch nicht auf dem Weg dorthin. Ja. Und das ist halt genau das Ding. Da muss ich eigentlich schon so viel Schaden anrichten, dass ihr eigentlich in der Ritterzeit, auch wenn ihr dann da seid, gar nichts mehr machen könnt. Guck mal, Florentin baut präventiv. Also wenn der nicht gestreamsniped hat, hat er nicht. Aber er baut nein, Quatsch. Also der hat das, ich glaube, das weiß, hört man sogar auch in dem VOD, was auf YouTube ist. Also da hört man, er sagt mir auch klar an, ich habe berittene Bogenschützen gesehen, aber das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne? Das war, das müsste er jetzt schon gesehen haben, weil er hat lange Zeit, das hat man jetzt nicht gesehen. Aber hast du schon welche draußen zu dem Zeitpunkt? Genau, hier. Ja, genau. Das hat er irgendwie gesehen und mir tatsächlich gesagt. Er hatte seinen Scout, der ist jetzt gerade hier. Mhm. Der stand vorher, das habe ich auch dann erst zu spät gesehen, der stand hier und konnte das sehen. Also genau, dann ganz klar. Hat er super gemacht. Hat er reagiert. Wie gesagt, hier haben wir Bogenschützen mit Fletching. Wie gesagt, hier haben wir Plänkler ohne, aber es sind 4 Stück gegen 2. Ja, das gewinnen die dicke Logger. Ja. Und jetzt versuche ich ihn natürlich schnellstmöglich von seinem Stein zu entfernen. Okay. Das ist ja nicht schlecht. Um die Burg herauszuzögern, weil du weißt, er kommt mit seinen Kontistaten. Nicht nur herauszuzögern, vielleicht sogar komplett zu denyen, sozusagen. Okay. Mhm. Sehe natürlich, dass er auch wallen möchte, möchte das auch entfernen und dann passe ich einmal wieder nicht auf. So. Aber da frage ich mich halt, warum hast du da nicht, das ist eigentlich ungewöhnlich von dir, oder? Normalerweise könntest du doch eigentlich dein Augenmerk jetzt auch hier sogar lassen, weil deine Wirtschaft ist ja jetzt nicht so, dass du dich sehr viel kümmern musst. Naja, es geht. Wenn du die Markus so ein bisschen. Guck mal, ich habe jetzt jede Menge auf Gold. Holz war kurzzeit okay, die Wege hier, guck mal, die beiden hier könnte ich ein bisschen optimieren. Dann hätte ich auch kurze Zeit dann keine Holzprobleme. Also ich hatte dann kurzzeitig Holzprobleme, jetzt baue ich einen Stall. Und da fängt es eigentlich schon an. Da fängt der Anfang vom Ende an. Ich versuche jetzt natürlich zu reagieren auf eure Einheiten. Oder da auf die schon? Für dich? Krass. Ja, da, guck mal, da baue ich jetzt Ritter. Ich habe mich jetzt eigentlich, kann man jetzt sich drüber streiten, ob das effektiv ist oder nicht, auf berittene Bogenschützen konzentriert als Japaner. Ja. Bei dir sehe ich natürlich auch, damit kann ich auch rechnen, dass ihr euch beide abspricht. Ey, ich habe berittene Bogenschützen gesehen. Bau Skirmisher. Ja, hatte auch Florentin, wie gesagt, großes Lob an ihn, hat er auch super angesagt. Habe ich einfach dann blind gemacht und dann auch ganz viele gebaut und eigentlich alle deine berittenen Bogenschützen kannst du ja nachher mit viel mehr noch abgewehrt. Im Grunde genommen kann ich trotzdem ein bisschen Schaden machen, das ist okay. Die nehmen natürlich Schaden, versuche gleichzeitig bei Florentin ein bisschen am Gold dann zu knuspern und. Ja, du siehst halt schon mal, wie jetzt an seinem Stein ist jetzt nicht mehr so viel wie vorher. Mhm. Hat, aber guck mal, wie viel Stein er schon hat, weil er in der Feudalzeit schon angefangen hat. Er hat jetzt schon 560 Stein. Mhm. Und das ist halt. Und ohne Stein-Upgrade, ne? Der hat nicht mal das. Ja, aber das Ding ist, er hat 100 Holz, 87 Nahrung, 200 Gold, aber 560 Stein. Also ein größeres Commitment auf eine Burg kann man nicht haben. Florentin halt. Ja, bei dir, wie gesagt, du baust dich jetzt in Ruhe auf, das kann man auch machen. Im Grunde aber hätte ich mich dafür entscheiden sollen, schnellstmöglich nur Florentin zu attackieren, weil die Burg und Konquistatore sind echt nervig. Und genau, da habe ich halt, hier sind 2 Ritter von ihm.
Und hier habe ich jetzt einen Ritter dazu gemischt, den ich dann auch irgendwann schicke ich auch dir einen Ritter, um deine Skirmische abzuwehren. Aber wie gesagt, ich hätte die ganze den Zeit. Den hast du auch stehen lassen. Genau, den habe ich dann stehen lassen und auch nicht mehr beachtet. Hier, wie gesagt, gehe ich wieder auf seinen Stein, möchte halt nur seine Villager davon entfernen. Hätte ich halt, wie gesagt, früher seinen Stein schon erscoutet, hätte ich wissen können, dass der schon jede Menge Stein haben muss und einfach durchrennen und zum Beispiel in seine Wood-Eco reingehen oder sein Gold kaputt machen. Und der eine macht jetzt die hier schon kaputt. Okay, wenn du mal eben pausierst, ganz kurz. Ich möchte nämlich kurz, bevor du, dass wir nichts verpassen, ich möchte noch dazu sagen, ich finde ganz interessant, dass du jetzt gerade gesagt hast, die ich krieg's immer nicht hin, obwohl ich einfach dumm bin. Konquistadoren, ja. Du sagst, dass sie nervig sind. Das hast du schon öfter gesagt. Wenn ich angegriffen werde von Florentin mit ihnen, sage ich auch nervig. Wenn Mara sagt auch nervig. Nervig. Aus irgendeinem Grund sagt jeder, dass diese Einheit nervig ist, weil man vor allem dieses Hit-and-Run machen kann. Genau. Aber ich frage mich gerade, wenn du das sagst, ist eigentlich das, kann man das nicht einfach Umkehrschluss, ja nicht nervig, die sind einfach fucking gut, diese Einheit? Weil nervig ist doch perfekt, du kannst die Leute einfach stressen. Im Endeffekt ist es ja so, du bist abhängig von einer Castle-Einheit. Und wie du gerade bei Florentin auch siehst, du musst erstmal eine Burg bauen. Die Burg muss stehen. In der Burg musst du produzieren. Du hast ein Produktionsgebäude, um Konquistatore zu bauen. Das dauert ich gar nicht gedacht, ewig. Stimmt, Und zu dem Zeitpunkt, guck mal, wie viele Einheiten ich jetzt habe und wie viele Konquistatore hier sind. Es steht noch nicht meine Burg, gar keine. Und bis du Konquistatore hast, dauert das ewig und bist eigentlich schon, wenn du dich komplett drauf committest, müsstest du GG sein. Aber deswegen wiederum kann man sagen, macht es ja Florentin schlau, auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist, dieses super früh auf Stein gehen, aber er hat sie ja super früh. Ja. Er hat die echt immer fast so, mit der Ritterzeit hat er irgendwie 3-4 Konquistadoren. Schlau von ihm, aber auch, wie gesagt, dumm von mir und genau, es ist super risky. Guck mal hier, dieser Wall steht noch nicht mal. Jetzt kommt dieser eine Ritter und macht hier das alles kurz weg. Genau, kannst du mal weitermachen. Genau, und auf langsam. Mach das alles weg und dann müsste ich eigentlich, guck mal hier begehe ich den Fehler. Meine Einheiten rennen runter, obwohl hier mein Ritter eigentlich alles wegmacht. Und ich jetzt eigentlich freie Bahn habe. Da müssen jetzt alle meine Cup-Archer sein. Stimmt. Und dann würde ich, guck mal hier, was steht denn hier noch? Dorfbewohner anknuspern. Genau, alle Dorfbewohner weg. Und den Ritter verschwende ich auch noch. Das ist nur dumm. Was macht denn der Giesel da? Guck dir das an. Was macht denn der Giesel da? Mann, ey, das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Und dann, dann denkst du dir, meine Fresse. Zum Beispiel auch hier, guck mal, ich gehe, das sage ich ja auch immer wieder, erst Attack-Upgrade, dann Defensiv-Upgrade. Weil Attack ist natürlich in dem Punkt wichtiger. Auch hier lasse ich wieder meine Einheiten stehen. Ein Hit konnte sogar von einem Spearman raufgehauen werden, weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich kurz hier war und überlegt habe, okay, wie komme ich mit Donny rein? Donny hat einen scheiß Wall gebaut, greift den Wall an. Und während ich das... Ja, die hast du alle vergessen. Guck mal übrigens links jetzt. Alles die habe ich alle weggeknuspert, ne? Deine ganze Nacht. Mega dumm. Ja, jetzt stell dir mal vor, die Einheiten, die ich hier verschwendet habe, nicht alle, guck mal, das drei Stück hast du hier weggemacht und die drei sind auch mega wichtig. Das war auch so ein Moment, vielleicht mal ganz interessant, so, wenn wir mal, vielleicht kann ich jetzt die Sicht von mir, von dem speziellen Fall eingehen. Ja. Das konnte ich überhaupt nicht einordnen. Ich habe die gesehen und habe die mehr oder weniger 5-6 abgefrühstückt da, ohne irgendwie groß Gegenwehr. Du hast nicht mal gemicrot. Ja, oder für mich fühlte es sich tatsächlich an wie ganz viele. Ich weiß auch nicht warum. Weil du auch nicht gemicrot hast oder so. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, was ist denn heute mit Marco los? Ist der entweder gerade wirklich verpeilt oder, und das war auch eine Möglichkeit, ist der einfach auch ein bisschen, der hat so viele Einheiten, dann die sind ihm egal. So dann. Nee, das war es ja eben nicht. Es war halt wirklich Unaufmerksamkeit. Und diese Einheiten hier, diese vier, sieben waren es in der Zahl, also ich konnte ja vier noch retten. Hätte ich die bei Florentin gehabt, als mein Ritter da war, das wäre hier vorbei gewesen. Auch hier, guck mal, auch wenn er seine Plänkler hier hat, einfach noch einen weiteren Ritter dazu und fertig. Hm. Und guck mal, hier habe ich auch noch fünf Eideln rum, auch mit Bodkin Arrow, also zweites Offensiv-Upgrade. Guck mal, wie viele Dorfbewohner ich alleine schon nur an seinen Stein killen konnte. Hm. Und das Problem ist jetzt, passiert Folgendes, jetzt sehe ich die Burg. Guck mal. Die Burg ist fast aber schon. Siehst du sie oder meinst du jetzt im Nachhinein siehst du sie? Nein, ich sehe sie, ich scoute sie mir jetzt und sehe sie aber erst bei 55%. Da hat sie schon 55% oben. Mhm. Weil ich halt, wie gesagt, unten meine Einheiten verloren habe, nicht drauf geachtet habe, was da vorne passiert. Und ja, dann sehe ich halt nur noch, jetzt kriegt er die Burg hoch. Das finde ich echt interessant. Das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Ich habe ja das Spiel ja auch geguckt im VOD. Sehr genossen, muss man dazu sagen, weil natürlich glaube ich interessant war. Aber wir haben natürlich Nebel des Krieges angehabt. Wir haben, die Regie konnte ja nur immer zwischenschalten, zwischen uns drei. Jetzt sieht man natürlich viel mehr offen, wenn man sich so anguckt. Da muss ich sagen, ich finde es sehr interessant, wie du das gerade kommentierst, dass es mir jetzt gerade klar wird, das hast du ja auch eingangs selber gesagt, das Spiel wurde ja einfach da entschieden, am Anfang, so mehr oder weniger. Weil, und das ist wieder das Ding bei Age of Empires. Finde ich super interessant. Die Eco ist einfach das Wichtigste. Genau. Und wenn du am Anfang verkackst und der andere am Anfang
einen kleinen Vorteil hat, dann ist seine Eco exponentiell besser. Ich sage aber gleich, das Ding ist, ja, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz, ich pausiere es mal kurz, du siehst es jetzt zwar nicht auf dem Bildschirm, aber ich sag's dir kurz, er hat 410 Holz, ein Town Center, 73 Nahrung, hier kommen drei Dorfbewohner nach, zwei Konquistatore, 320 Gold, hat einen Markt gebaut, wird wahrscheinlich auch kaufen und verkaufen und 52 Pop. Du hast 54 Pop, unfassbar viel Gold, also 1000, 93 Nahrung, 140 Holz, 200, Gold, 200 Stone. Ja. Ich habe Pop 61 und 300 Nahrung, 274. Zeig mal dein Lager, wie viel Felder, hast du da schon ordentlich Felder gebaut gehabt? Ja, ja, zwei TCs, das dritte kommt jetzt hier hoch an meinem Gold, weil ich da zu dem Zeitpunkt sage ich auch im VOD, ich brauche Gold. Und brauche ich auch, weil ich dann schnell, und das ist halt auch mein Vorteil, weil ich wusste, ich mache auch gleich mal weiter, weil ich wusste, ich konnte Florentin doch ein bisschen Schaden machen. Und hier, guck mal, jetzt siehst du halt diesen einen Knusperer. Ja, Knusperer. Da hab ich einen Piccadilly gebaut dann und den habe ich dann weg. Ja, hier sind sie. Ja, ein paar. Und da, wenn ich da auch aufpasse, dann kann ich den noch, auch noch retten, dann spare ich auch wieder. Guck mal, jedes Mal, wenn du so eine Einheit verlierst, die auch noch Gold kostet, das kostet halt dementsprechend auch viele Ressourcen. Und die möchtest du eigentlich immer sparen. Mhm. Und jetzt, guck mal, gehe ich halt hier mit meinen berittenen Bogenschützen rein. Im Endeffekt vergleichen wir einfach mal die Werte. Da stehen sie schon. Da sind sie. Agora, Agora. Aber das Ding ist, es sind nur zwei. Zwei müssen jetzt gegen sechs Cover-Archer kämpfen. Ja. Das gewinnen meine Cover-Archer. Ich liebe Flo und Tim mit seinen Kongs, ey, das ist einfach so witzig. Der macht immer das Gleiche, aber die sind so nervig. Ja. Agora, Agora. Ja, und das Ding ist halt einfach, wenn ich jetzt forward gegangen wäre, also sprich, guck mal, erstmal, er hat viel zu weniger auf Gold und ich kann sogar noch einen Goldwill killen. Ja. Das ist auch wieder so, oh, den Schaden muss ich nicht fressen. Und ich habe mich zu lange, zu sehr auf berittene Bogenschützen committed. Ja. Irgendwann hätte ich sagen müssen, ey, pass auf, ich sehe doch, der hat nur zwei auf Gold, der hat halt drei Konquistatore, vielleicht kriegt er dann irgendwann fünf, sechs raus, ein paar Plänkler. Bei dir Plänkler und Speerkämpfer, alles gesehen, alles cool, aber ich baue weiter. Berittene Bogenschützen. Weil ich sagte mir, jetzt machst du die aber mal platt langsam. Das gibt's doch nicht. Die musst du doch jetzt mal sehen. Also nicht als Vorwurf jetzt verstehen, aber Arroganz ist natürlich schwierig. Arroganz natürlich nicht im Sinne von, dass du arrogant bist und denkst, oh, ich bin der Geizige, sondern Arroganz ist ja auch etwas, was sich sozusagen einschleichen kann, wenn man oft gewinnt, dass man, vielleicht ist Arroganz das falsche Wort, sozusagen sich ausruhen, so auf Erfolg ausruhen, so ein bisschen. Ich sage mal ganz ehrlich, vielleicht war es nicht ganz so. Weil ich dachte mir, pass auf, okay, ich komme bei Florentin nicht ganz weiter, gehst nach vorne und schick halt einfach hier auch Einheiten in den Tod. Die sind voll upgegradet. Mein Vorteil ist natürlich, die Ballistik fehlt hier. Ballistik ist auf Konquistatoren schon mal gar nicht anwendbar. Und merke halt, oh, warte mal, bei Florentin geht ordentlich was ab und schicke jetzt meine Einheiten hier nach unten. Bin wahrscheinlich jetzt gerade abgelenkt. Da habe ich geknuspert hier. Ja, ich ich habe sie nicht gesehen. Die Stelle habe ich gar nicht mal gesehen. Die sieht man im VOD auch nicht. Die sind ineinander vorbeigelaufen. Ja, und jetzt, Freunde der Sonne. Jetzt gehen sie halt rein. Und das ist halt das Ding, wo ich sie verschwende. Also das Ding ist, sorry, für mich gerade auch scheiße. Ich hätte die ja alle, hätte ich ja verhindern können. Ja, das Ding ist halt, jetzt weiß ich, okay, ich mache dich erstmal, störe dich erstmal so dermaßen. Also mein Ziel war es in dem Augenblick, okay, Florentin hat die Burg. An der komme ich halt schwierig vorbei. Der hat überall gewallt, hat jede Menge Plänkler. Also genau den Counter, den zu dem, was ich habe. Und da dachte ich mir, okay, ich störe jetzt Donny so doll, dass er, wenn ich dann den finalen Angriff auf Florentin mache, gar nicht helfen kann. Okay. So, und das habe ich auch ein bisschen geschafft. Also, du konntest viel retten noch. Das war natürlich schade für mich. Das hat nicht so viel ausgemacht, das weiß ich noch. Ich komme jetzt von oben rechts, bis ich hier drin bin. Ja, da habe ich noch versucht abzuwollen, was auch dumm ist gegen natürlich Bogenschützen. Ja, jetzt, da hätte der Wall schon stehen müssen. Ja, jetzt auch dumm gegen Bogenschützen. Das sind doch Bogenschützen, die können da drüber schießen. Richtig, genau. Das ist dumm. Da ist es, da verlierst du auch noch mal 5-6 Stück. Ja. So, und das ist halt natürlich da hast wertvoll. Du geknuspert. Da knuspert. Das war ein kleines Knusperfest. Oh, schön. Guck dir das an. Guck dir das an. Das ist eine schöne Straße. Eine Fleischstraße. So, und jetzt Fleischstraße. Jetzt aber natürlich kommt es zu dem Fall, wo ich nicht aufpasse. Ja. Und merke, fuck, ich muss da raus. Oh, jetzt muss da raus. Ich aber, mein Freund. Ja, einen hast du. Hier liegt er. So, da passen wir auf, verlieren noch einen, drei gut. Stück, vier Stück. Lecker. Ja. Lecker Kälberter. Ja, und das ist halt, guck mal, da versuche ich noch ein bisschen Schaden zu machen. Gibt's neu zu essen? Ja, Kälberter. Ja, Kälberter gibt's. Aber guck mal, da denke ich mir, fuck this shit. Alle verloren. Dumm, Giesel. Oh, das dumm. Ist eine schöne Fleischstraße da jetzt hier. Ach, ne? Mensch. Ja, das muss nicht sein. Da, guck mal, da versuche ich auch noch. Fuck. Ja. Da, und fertig, Burg. Ja, und das Ding ist, ich. Komm, feuer mal einen ab. Kannst du die abfeuern von da? Nee, leider nicht. Okay. Nicht im Rekord. Okay. Aber das Blöde ist, da schicke ich noch mal vier rein, verschwende noch mal Ressourcen, obwohl ich doch weiß, dass du Counter-Einheiten hast. Das sind nicht Arroganz.
Das ist Hochmut. Unaufmerksamkeit. Das übrigens, das, danke Chat, das Wort, was ich gesucht habe, war Hochmut. Hochmut, ja. Hier zum Beispiel siehst du jetzt auch Florentin, der kurz in meinen Wut rein konnte, weil Gisel mal wieder hat da nicht zugewollt. Nö, wozu auch gegen die beiden Dödel da. Hier, man macht halt natürlich nicht so viel Schaden. Oh, jetzt kommt er mit seinen geilen Nerven. Ja, es sind halt fünf, guck mal, es sind nur fünf Stück. Die kannst du so geil, mit dem kann man, mit diesen Kongs kann man so gut Dorfbewohner killen. Ja, guck mal. Wie lange? Also so lange sind die normalerweise nicht idle. Und was macht der Gisel? Ja, Gisel sagt sich, ach komm, die Kampfarbeiter, die drehen das alleine. Machen sie ja, nicht. Aber man muss auch mal dem Gisel, sorry, auch mal eine Lanze brechen. Oh, Lanze brechen ist schön bei Age of Empires. Eine Lanze. Ja, eine Lanze brechen ist schön. Man darf nicht vergessen, klar, du bist ja selbstkritisch, finde ich super, dass du das auch selber eingestehst, dass du hier und da Fehler machst und so, aber du darfst ja nicht vergessen, in der Analyse ist es ja immer mega einfach so. Du spielst immer noch 2 gegen 1 und wir sind jetzt beide echt nicht so schlecht. Ja, aber im Endeffekt du hast natürlich ständig was zu tun. Aber im Endeffekt muss, ich baue ja Kavacher und Ritter zum Beispiel aus einem guten Grund, weil das sind berittene Einheiten und ich kann schnell von einem zum anderen wechseln. So, und guck mal, wenn du jetzt, wenn ich das jetzt eigentlich erscoute. Was macht, baut er dann einen Stall? Nee. Er baut Schießanlagen. Ach, Schießanlagen. Er baut 4 Schießanlagen. Und da müssen bei mir eigentlich schon die Alarmglocken angehen. Und ich kann sagen, ey, der baut jede Menge Plänkler jetzt gegen und denkt halt, ich bleib auf berittene Bogenschützen. Meine kurze Idee war dann irgendwann zu sagen, ey, ich bin noch Japaner. Ja. Ich hab eine richtig starke Infanterie. Samurai, ne? Samurai, Elitekämpfer. Wenn ich das durchziehe, wie hier jetzt gleich die Burg steht, dann wird's aber geknuspert. Dann aber dann committest du dich auch auf eine Burgeinheit. Ja, ich committe mich auf eine Burgeinheit, die aber Angriffsbonus gegen Spezialeinheiten hat. Ah. Und das Ding ist halt, die Samurai sind so stark, ich kann auch gerne diese scheiß Konquistatoren, guck mal, so viele sind das nicht. Das sind nicht so viele, weil Florentins Wirtschaft, also jetzt vergleichen wir mal, machen wir kurz Pause. Ich habe gerade 350 Holz, 1400 Nahrung, 1200 Gold, 448 Steine. Florentin hat 94 Pop, warte mal, Pop. Oh, hat er mehr. Aber wie viele Villager hat er denn? Untätige Dorfbewohner 15, 30, 30, 50, 52, 58 Dorfbewohner hat er. Hm. Und ich habe halt, ja, 60 ungefähr. Untätige Dorfbewohner 15. Lol. So, auf jeden Fall, du hast 74 Pop. Ja, jede Menge Gold immer noch. Also ich weiß nicht, ja, ich habe komische Sachen gemacht, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, easy, aber guck mal, das ist eigentlich so, wo ich sagen muss, okay, Donny ist erstmal mit sich selbst beschäftigt. Muss ich sehen, ich habe mir auch ein bisschen was killen können, alles cool. Und wie beim Sex bei mir. Ja, und dann muss ich halt wissen, okay, jetzt bist du in der Imperialzeit und jetzt muss ich, oder du bist auf dem Weg in die Imperialzeit. Hm. So, und jetzt musst du dich dazu entscheiden, was machst du? Ja. Was machst du in der Imperialzeit und folge deiner Linie? Anstatt das zu tun, und das ist halt der zweite Moment, also es gab halt diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, ja, jetzt ist das Spiel eigentlich schon entschieden. Ist es nicht, weil ich das Spiel noch ein bisschen drehen konnte und halt viele Dorfbewohner auch wieder wegknuspern konnte. Guck dir das an. Die beiden Burgen finde ich aber eigentlich ganz gut bei dir. Was? Die beiden Burgen, deine beiden Offensivburgen, die sind schon auch nicht schlecht. Also, die und guck mal, jetzt sehe ich das. Mhm. So, und denke mir, ich bin doch Japaner. Weißt du, was fehlte? Anstatt hier auf Rammen zu gehen, mal baust du Mangen, Onaga, machst ein paar Samurais noch dazu, kommen ja auch. So, und wenn ich ein paar Onaga habe, dann ist auch der Bums hier mal bald Geschichte. So, nämlich, die verlieren gegen das hier eigentlich. Also das ist, die haben halt, sind so ungenau, da sind halt, die haben halt eine größere Genauigkeit. Mhm. Also die Reichweite ist jetzt ungefähr gleich durch das Upgrade, also was heißt ungefähr, ist auch auf 6, haben auch 6. Aber guck mal, wie die weggefrühstückt werden. Jetzt kommt natürlich, hier passe ich auch wieder nicht auf, merkst zu spät, bum, 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 aua, aua. Und du hast auch den Downhill-Bonus und so. Wenn genau, und jetzt natürlich, er verschwendet hier einen Konquistator, wo ich denke, ja, fuck it. Hier was kosten denn die Kongs, weißt du das aus dem Kopf, so 60, 20 oder was? 60 Euro, 20 warte. Gold oder was? Kongs, oh Gott, jetzt habe ich hier drauf geklickt. So. Die sind Kongs teuer, ne? Kosten, Spanier, die kosten 60, 70. Oh, wow, ja, 70 aber Gold, ist ja mega teuer. Der Vorteil ist natürlich der Spanier, dass sie für Schmiede-Upgrades kein Gold bezahlen. Also egal, welches Schmiede-Upgrade du irgendwann hochziehst, kostet Nahrung, bum, bum, bum. Aua, aua. Ja. Macht Spaß. So, auf jeden Fall, anstatt, wie gesagt, meiner Ansicht nach jetzt die richtige, bessere Entscheidung wäre halt zu sagen, okay, pass auf, du baust jetzt eine Combo. Also dann, du hast Samurai zum Beispiel, vielleicht mischst du halt definitiv noch deine Halberdiere, also Pikeniere noch drunter und Onaga. Das ist eigentlich die Combo, auf die du jetzt gehen solltest. Der Gisel denkt sich, ey, voll gute Idee, ich baue eine Ramme. So blöd. Die Ramme. Ich finde interessant, wie du dich selber nachmachst. Aber ja, aber ich meine, ich denke mir, warum baue ich da eine Ramme? Die Ramme bringt jetzt so per se
gar nicht mal so viel. Ich habe nämlich gar nichts, um die im Nahkampf groß zu verteidigen, außer jetzt ein paar Samurai. Aber kannst du es dir dann, warum hast du sie dann gebaut? Also weißt du noch, was deine Motivation war? Meine Motivation war, ich sehe halt hier ein Dorfzentrum, das will ich jetzt loswerden, ist am Stein. Ich möchte halt nicht, dass er weiter Stein abbaut und mehr Castles baut. Okay. Anstatt aber, wie gesagt, darauf zu gehen, ey, warte mal, was hat denn er eigentlich für Einheiten? Er hat Skirmisher, er hat Konquistatore, er hat Fernkampfeinheiten und muss die erstmal micron. Und wenn ich das weiß, dann baue ich halt Onagar, hab zwei, drei Stück, zwei, drei Schüsse drauf, dann ist eine Armee-Geschichte. Und dann kommt die Samurai hier die Plänkler, und die machen halt hier richtig, richtig Alarm. Was ist denn die Stärke von Samurai? Samurai, wie gesagt, haben Angriffsbonus gegen alle Spezialeinheiten. Aber was ist so, haben die gute Durchschlagspanzerung? Ja, das Ding ist halt, sie haben auch solide Angriffsstärke, solide Rüstung und sind Nahkampfeinheiten, die auch ganz einfach ein Skirmish auseinandernehmen können. Okay. Also das ist easy. So, und das Ding ist, guck mal, ich baue jetzt Trieböcke und Rammen. Also anstatt hier, wie gesagt, ich habe doch jetzt eigentlich eine Belagerungseinheit, womit ich halt das Town Center jetzt hier weghauen kann. Brauche jetzt eigentlich nur noch was, um den Tribok zu beschützen. Hier kommen auch dummerweise Lightcuff. Alarm! Ja, und das Alarm. Ist dumm ist auch, dass ich hier jetzt die Samurai vorschicke, verliere zwei Stück, glaube ich sogar. Ich klaue heute alle Gags aus dem Chat. Vielen Dank, Chat, ihr seid lustig heute. Ja, Alarm. Und hier sagt übrigens Steenrei, sagt, die Gebäude der Japaner sind schön. Kann man auch mal an der Stelle nochmal wiederholen, Das finde ich nämlich auch. Ja, die Gebäude, das ist ja auch so ein Ding, was ja dann in der HD, also guck mal hier, was hier passiert. Mhm. Ja, jetzt guck er, jetzt passiert es nämlich. Jetzt kommt der aber auch mit richtig ordentlich Sachen, ey. Ja, aber das Ding hier, weg. Ja, gut. So, ich sehe jetzt, gut, die Ramme hat ihren Dienst gemacht. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass hier genug stirbt. Ja, die Triebocke haben wohl ihren Dienst gemacht. Ja, also. Die Triebocke haben den Dienst gemacht, aber die Ramme macht hier, soll eigentlich... So geil, wie du es als Dorfbewohner, stell dir mal vor, du wirst von so einer Ramme angegriffen. Ja. Das ist völlig weird, so, was willst du denn? Im Grunde ist es ja so, guck mal hier, was ich mit den Trieböcken auch mache. Die Trieböcke schießen jetzt nicht auf die Spachtel. Egal. Irgendwann habe ich sie dann, jetzt habe ich sie. Ja, im Grunde sollten die auf diese Einheiten schicken. Raufklicken und... Haben die Splash-Damaged, oder? Die machen halt ein Hit, eine Einheit. Okay. So, und stell dir mal vor, jetzt stehen hier drei Onager. Weg. Das ist alles weg. Und ich denke mir, oh Scheiße, der hat. Ich reagiere jetzt. Das ist halt mein Problem. Ich reagiere, anstatt zu agieren. Ich höre auf, Samurai zu bauen. Ich fange an, Plänkler zu bauen. Baue keine Pikeniere. Du wirst komplett in Ruhe gelassen. Ja, da kommt jetzt gleich in der Imperialzeit. Und jetzt kommt halt der Bums hier auch noch rüber. Und wie gesagt, und Onagar macht auch das weg. Das ist ja, auch die habe ich sogar gar nicht mal benutzt. Der Flohn-Team meinte nur, das war halt die Phase, wo er wirklich gesagt hat, dass er angegriffen wird. Und so habe ich mal rübergeschickt. Ja, so, jetzt mache ich mal ein bisschen schneller. Nämlich jetzt ist es eigentlich durch. Das kann man auch nur noch mal betonen. Ne? Also auch für die Leute da draußen. Ich glaube, man muss echt wirklich bei Age of Empires betonen, sobald man reagiert, ist es eigentlich das schon aber, super schlecht. Also ist aber immer agieren. In jedem Strategiespiel ist es so. So wie du in diese Phase kommst, warum auch immer, das ist halt diese Dummheit, die halt Profis nicht haben, wie halt Neely oder Jordan oder Viper. Die ziehen ihr Ding durch, die agieren und versuchen den Gegner so zu unter Druck zu setzen, dass der reagiert. Und so wie du merkst, dass er jetzt gut darauf reagiert hat und genau die Counter hat, ja, dann machst du halt auch eine Reaktion darauf, aber agierst wieder und machst irgendwo anders Schaden. Guck mal, jetzt versuche ich hier neu zu agieren. Was wollt ihr da machen? Das war eine Burg und eine Waffenschmiede. Oh, krass. Und die hast du aber... Die hab ich abgerissen natürlich, weil die kommen nie und nimmer hoch. Ja. So, und dumm ist auch, wie gesagt, als Japaner auf Lightcuff zu gehen, bringt mir doch gar nichts. Ich habe nur Lightcuff, habe noch nicht mal Husare. Die fallen gegen das hier um alles. Kannst du, können die Japaner schwere berittene Bogenschützen machen? Nein. Doch, können sie. Können sie, aber es bringt ja gar nichts mehr. Okay, naja, ich wollte nur fragen, weil... Ich meine, gegen das alles, du hast hier auch noch genug, verliere ich doch. Und jetzt kommst du hier mit deiner Forward-Burg. Ja. So, also machst du eigentlich genau das Richtige, was ich euch ja auch schon mal am Anfang empfohlen habe. Ein Zwei-Fronten-Krieg. Also ich muss ja darauf irgendwie reagieren. Also ich kann es jetzt nicht einfach ignorieren, weil ist ja auch ein bisschen Gold hier in Gefahr. Denke mir, oh scheiße, ich sehe es. Und mach das, was man eigentlich auch machen kann, aber nicht gut. Ich baue einen Tower. Hab halt nicht gesehen, wie viele Wilds da waren. Ich habe immer so ein Gedächtnis gehabt, dass du zu wenige Wilds nach vorne schickst. Hier machst du es richtig. Richtig viele Villager sind am Start und haben jetzt schon 60% der Burg und jetzt kommt erst der Tower. So, und der Tower ist eigentlich dafür da, dass wenn halt nur wenige Wilds da sind, dass ich die weg davon abhalten kann und quartiere die auch zu spät ein. Da steht die Burg. Klar, du bist ja auch mit der anderen Front noch beschäftigt. Ne? Und da habe ich hier die Counterburg gebaut, die du, glaube ich, jetzt siehst. Ja, die siehst du. Und da kommt schon meine Mitfair. Genau, und hier kommen erstmal die
Und hier hast du was. Die fallen alle um. Das ist gut für mich. Weil hier vorne kann ich eigentlich jetzt Druck machen. Guck mal. Mhm. Hier vorne ist jetzt eigentlich alles gut. Ja. Also, ich glaube, jetzt sind wir auch gerade an der Phase, wo wirklich so wie heißt es hier, sich so ein bisschen das. Da hat sich's entschieden, glaube ich, so. Das Ding ist halt, das kriege ich eigentlich noch ganz gut abgewehrt. Also bei Florentin drüben meine ich jetzt. Achso, ja, das ist eigentlich ganz gut. Hier, guck mal, hier verliert er jetzt jede Menge. Hier muss ich eigentlich jetzt 2, 3 Villager nach vorne schicken, um den Tribok zu reparieren, weil der muss stehen, der muss hier das Ding kaputt machen und dann ist der Drops gelutscht. So, wenn die Burg fällt, dann war's das. Heißen Florentins Dorfwohner eigentlich Florentin Wills? Community, das kann man auch modden, ne? Das geht wirklich. Also Namen verändern kannst du ja. Feels bad, man. So. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, sehen wir jetzt hier genau das, was ich dumm mache. Hatte ja vorher meine Wills jetzt einquartiert und verliere nur durch Dummheit Villager. Ihr seht, wir sehen auch, sie haben 500 Nahrungseinheiten an Florentin gezahlt, weil du hast jede Menge Nahrung. Ja, ich hab Florentin hat gar keine. Ja, und Florentin hat gar keine. Ja. So, und guck mal, da merkst du halt. Da mal kurz Pause, da möchte ich gerne mir was sagen, weil ich glaube, jetzt passt der Moment. Da hat auch ein paar Mal der Chat gesagt, ist ein ganz gutes Beispiel, um das mal aufzugreifen. Also, ich habe irgendwie 8000 Nahrung oder was, Florentin hat keine. Ich habe das mit Florentin schon besprochen, irgendwie nach dem Spiel. Unsere Kommunikation ist wirklich eine Katastrophe. Mhm. Also, wir haben kaum miteinander geredet. Ich kann dem Florentin überhaupt keinen Vorwurf machen, weil ja, auch im VOD gesehen, der ist mega beschäftigt damit. So. Mhm. Aber es wäre natürlich Hammer gewesen, hätte ich irgendwann mal die Info bekommen, ey, bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Weil ich wusste super lang nicht, dass Florentin eigentlich sich gut schlägt. Ich dachte eigentlich, er ist im Begriff gerade zerstört zu werden. Naja. Und war ja einmal sogar kurz davor zu sagen, ja, jetzt ist hier GG. Das heißt, die Kommunikation, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Aber ich genauso, ich habe ihm auch zum Beispiel überhaupt nicht darüber am Laufen gehalten, was ich auf der anderen Flanke mache. Ja. Also es geht in beide Richtungen. Ne? So, also, aber ich sage dir gleich, eigentlich. So, und deswegen der Nahrung, deswegen habe ich gesagt, und ich hätte mir einfach, hätte er gesagt, irgendwie ich brauche Nahrung, hätte ich ihn schicken können und ich habe zum Beispiel auch Ressourcen gebraucht, die er im Übermaß hatte, hätte ich das gesagt, dann sowas halt. Ne? Also, ja, und jetzt haben wir es hier eigentlich. Also du sagst es ja, eigentlich ist der theoretisch gefühlt GG. Wenn jetzt hier noch ein zweiter Tribok gestanden hätte, ja, dann wäre die Burg weg, dann hat er keine Konquistatoren mehr bauen können. Die paar Husare hätte ich abwehren können, indem ich, anstatt auf Leitkraft zu gehen, was blöde war, einfach Pikeniere bauen müssen. Das hier wieder kriege ich auch noch abgewehrt mit Triebwölken. Und du siehst halt, hier kommen jetzt auch gleich mehrere Skirmisher raus. Wäre alles gut gewesen, aber ich verliere es eher hier oben. Weil, wie gesagt, ich verschwende gleich jede Menge Skirmisher. Wir machen mal ein bisschen nach vorne und sehen gleich, woran. Weil die rennen jetzt hier, guck mal, das ist ja das, wovor ich euch auch mal gewarnt habe. Lasst diese scheiß Skirmisher auf defensiv. Und ich habe jetzt nichts, gar nichts, um diese Skirmisher zu verteidigen. So, jetzt haben wir natürlich den Salat. Die Burg steht immer noch. Ich habe keine Triebwerke hier gerade. Ja. Habe auch kaum Gold. Also ich muss jetzt eigentlich in meinem Markt Holz verkaufen und verliere hier viel zu viele Skirmisher. Ja. So, und anstatt auch mit diesen Skirmishern jetzt hier reinzugehen, da wenigstens Stress zu machen oder hier Stress zu machen, wie der jetzt gerade hier macht. Und guck mal, jetzt rennen sie in die Burg, rennen gegen weitere Skirmisher an. Du machst hier Häuser kaputt. Ja, mit Skirmishern. Aber man muss auch an der Stelle sagen, ich finde schon, Florentin hat das echt auch selber gemacht. Florentin hat das super gemacht. Also du hast jetzt ein paar Fehler gemacht, klar. Jetzt, wo du sagst, fällt mir das jetzt auch so, wird mir das auch klar. Aber ich finde gerade diese Burg, also meiner Meinung nach war dieses Verteidigen der Burg der spielentscheidende, also dass wir gewonnen haben. Absolut. Und das Ding ist halt, ich habe mich dann so ein bisschen ablenken lassen durch den zweiten Angriff, deswegen ist der auch gut. Ich fand, den hast du auch super abgewendet. Ja, das Ding ist halt, hier siehst du jetzt ein bisschen Micro. So. So, ich habe schon wieder immer alle Schüsse verrafft. So, guck. So, das war dumm. Ja, dumm. Aber hey, guck mal, ich das erste Mal war gut gemicrot, dann habe ich nicht mehr drauf geachtet, dummerweise. Ja. Auch hier Einheiten immer in den Tod schicken. Also jede Einheit, die man in den Tod schickt, ist, ja. Ist tot. Ressourcen, Kosten. So, und da dachte ich halt kurz so, okay, was mache ich da gerade? Ich schicke halt Einheiten, ich schicke Einheiten nach vorne, die einfach nur in den Tod rennen. Dagegen, auch wenn es die Counter-Einheit ist, die beste Counter-Einheit gegen Konquistatore, ist natürlich der Skirmisher. Und hier siehst du jetzt gerade so ein bisschen Forward-Nahrung. Hier habe ich jetzt das komplett abgewehrt. Sehe, jetzt kommen hier Knights. Und erst jetzt sage ich mir, wäre es nicht clever, Giesel, wenn du jetzt ein paar Halberdiere baust? Da denkt er sich, ja, jetzt hätte ich die ganze Zeit bauen müssen. Hätte ich die ganze Zeit nur Pikeniere gehabt, wäre das gut gewesen. Jetzt kommt natürlich die Offensivburg, die natürlich richtig nervig ist. Ich habe es ja noch nicht mal geschafft, die Defensivburg abzuwehren. Mhm. Und jetzt muss ich eine Offensivburg abwehren. Hab halt natürlich Holzprobleme gerade.
weil hier oben wurde mir das Holz mal weggeknuspert. Hier unten hatte ich jetzt lange zu tun mit deinem Forward. Ja. Hier hast du jetzt, oh Mann, die Maus. Hier hast du natürlich jetzt ein paar Einheiten weggeschmissen. Ja, ich habe da super lang gebraucht, um die Idee zu haben, was ich eigentlich da kontern soll. Ich habe immer wieder mega dumm, ja, also ständig irgendwie. Also ist das Classic Donny. Also da ist einfach so, okay, ich probiere es mit Langbogenschützen, funktioniert nicht. Was mache ich jetzt? Einfach random, okay, ich versuche es mit Planker, funktioniert ja auch nicht. Dann Chevaliere, funktioniert auch nicht. Und dann irgendwann kam ich auf. Aber genau sowas hatte ich mal, das war auch auf unserer LAN von NC. Ja, es gibt eine NC-LAN, die findet einmal im Jahr statt. Oh, geil. Und da spielen wir sehr, sehr viel Age of Empires natürlich. Und da habe ich auch mal mit unserem besten Skittle zusammengespielt. Und zwar Black Forest. Wir waren auch unserer Seite. Er war Brite und ja, ich warte war... Warte mal, Pause eben. Für okay. Und, oh, sorry, ja. Er war Brite und ich war Türke, glaube ich. Müsste sein, doch, ich müsste mal nur kurz reinschmökern, müsste es sein. Ja, ich war Türke. So, wegen Elitekämpfer. Ja. Er geht nach vorne, baut Rammen und Langbogenschützen und es gibt ja einen ultimativen Konter gegen Langbogenschützen, das sind Rammen. Ja. So, und du brauchst natürlich etwas, um diese Rammen abzuwehren. Die perfekte Kombi wäre also gewesen, eine starke Nahkampfeinheit, Elitekämpfer und Langbogenschützen. Er geht nur darauf, ich gehe nur darauf, ich kann die Rammen von ihm wegfrühstücken, seine Rammen fahren durch und wir besiegen alles, was uns sich in den Weg stellt. Ja. Ich baue Handkanoniere. Janitschare. Ja, nee, normale Kanoniere. Also okay, auch eine Fernkampfeinheit, die schwach gegen Rammen sind. Da musste also der Gegner nur einige Rammen nach vorne schicken. Es ist alles von uns einfach gefallen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Max mir sagt, Digga, bau Elitekämpfer. Und da dein Gegner hat's dir gesagt. Nein, Max, also der Skittle. Also. Und da habe ich gebaut und dann ging es auch nach vorne, kurze Zeit. Aber er hat schon zu dem Zeitpunkt viel zu viele Einheiten verloren, dass der Gegner sich regenerieren konnte und dann haben wir das Spiel verloren. Solche mir, würde Geschichten. Das, mir würde das nicht passieren, Marco. Weiß ich, baue keine Rammen. Ja. Ich sehe einfach aus Prinzip nicht. Aber ich meine, jetzt in dieser Situation wäre es ja zum Beispiel auch so gewesen: eine Ergänzung zu dem, was Florentin baut. Du weißt, Florentin baut Konquistatore. Ja, was braucht ihr, um das zu ergänzen? Und zum Beispiel, du bist Brite und anstatt, ich glaube, als Brite hast du ja noch nicht mal Paladine. Nee. Genau, du hast noch nicht mal Paladine. Und ich glaube, es fehlt keine Bloodlines. Zuchtauswahl, genau, Zuchtauswahl fehlt nämlich. Den Rest müsstest du aber, genau, den Rest hast du. Also die Upgrades, die du für Pferde brauchst. Mhm. Aber, wie gesagt, Elitekämpfer wären eigentlich perfekt gewesen. Wenn ihr euch darauf geeinigt hättet, sofort das zu machen, wäre ich viel, viel schneller tot gewesen. Ich habe noch nie in meinem Leben bisher mit Elitekämpfern irgendwie gearbeitet. Das ist so eine Einheit aus irgendeinem Grund, wo ich mich irgendwie nicht rantraue. Ja, aber die dauert so lange. Du musst dreimal upgraden in der Kaserne. Das ist super teuer. Aber ich sag dir, es geht schneller als der Bums hier. Also ja, ich bin auch immer neidisch, wenn ich angegriffen werde. So, und guck mal, eigentlich gewinnt jetzt Florentin nur noch durch Trash und ein paar Drehbauke. Also seine Konquistatore sind eigentlich komplett abgemeldet. Da würdest du Husaren als Trash bezeichnen? Ist Trash-Unit. Alles, was nur Trash-Ressourcen kostet, also Wegwerfressourcen Nahrung wie Nahrung und Holz. Okay. Holz hast du jede Menge auf der Map, Nahrung hast du solange du eben da auch Holz hast. Ja, macht Sinn. Und das ist halt dann auch eine Trash-Unit. Und das Trash-Units sind halt Skirmisher, also Plänkler, Hellebardiere und leichte Kavallerie, Scouts und eben auch Husare. Okay. Ja, genau, und hier siehst du jetzt den finalen Schlag eigentlich. Es kommen jetzt hier die Triebwerke, wo ich hier halt mein Forward verliere. Er macht das ganz gut mit seinen Husaren. Hat natürlich das Offensiv-Upgrade vergessen. Das kann ihm scheißegal sein. Das war übrigens die Stelle, wo er selber gesagt hat, komm, ich gehe jetzt einfach einmal rein. Ja, das war perfekt. Das war gut. Ich konnte meine Burg nicht mehr reparieren. Er hat meine Offensivburg zerstört und jetzt wird's happig. Da musste ich beim VOD auch so lachen, wie er das gesagt hat. Ja, so. Und ich meine, guck mal, ich kann mich jetzt null darauf konzentrieren, was du machst, weil Florentin hier so einen Druck aufbaust. Also ich kann ihn, glaube ich, noch mal zurückwerfen. Siehst du jetzt hier kommen jede Menge Helbardiere. Ja. So, jetzt guck mal, die sollen jetzt die scheiß Triebwerke kaputt machen. Ich mach zwei kaputt, ich mach gleich drei kaputt. Bum bum bum. Das ist schon mal weg. Und jetzt habe ich eigentlich nur mit Elite-Plänklern zu tun. So, also überlege ich mir, okay, was mache ich denn jetzt? Scheiße. Hier baue ich schon eine Kaserne. Eigentlich überlege ich mir, okay, Helbardiere weiterbauen. Hier muss noch eine Waffenschmiede hin, dass ich weiter wieder Druck ausüben kann. Schaffe ich zu keinem Moment mehr. In dem Moment bin ich nur noch auf Rückzug, siehst du halt schon auch hier, ich versuche mich abzuwollen, dass du nicht irgendwie reinraiden kannst mit einigen. Das sehe ich nicht. Das ist einfach so, okay, ich sammle. Und als die kamen, da dachte ich, okay, was jetzt? Also bis zu dem Zeitpunkt warst du noch so, okay, du warst zwar schon nicht Panik, aber du warst schon so. Ja, ich war also schon, bevor du die gesehen hast, warst du so. Vor allem der Wall ist gut. Das muss ich auch abwollen. Und dann habe ich nur noch diese Front eigentlich vor mir. Mhm. Und das ist ja die, wo ich die ganze Zeit kämpfe. Aber die verliere ich gerade. Ich sehe gerade übrigens, ich hätte auch einfach um diese Front. Also ich um diesen. Ja, ich hätte da rumgehen können. Ich hätte einfach oben rumlaufen können. Ja, sehe ich jetzt erst. Ist ja wurscht. Also als du die Einheiten hier hattest, dann war es halt für mich so, okay, fuck.
So, hm. Also da, guck mal, aber Florentin ist da schon in meiner Basis. Macht das halt hier richtig gut. Also da ist es eigentlich schon so, wo ich mir überlegen muss, okay, wo weiche ich aus? Kann ich hierhin ausweichen? Mhm. Kann ich hier, und ich weiß, ich weiche nach hier aus, was die falsche Entscheidung wäre, war, also nicht nur wäre, sondern ist, ich hätte nach hier ausweichen können. Glaubst du, dein König hat sich auch so ein Samurai-Schwert selber in den Brust gerammt? Ja, das ist ja, ich habe ja aufgegeben. Und meine Dorfbewohner haben schon gesagt, der König muss weg. Wir sterben ja hier nur. Was ist das für ein Leben? Guck mal, jetzt seid ihr. Jetzt seid ihr drin. Ja, da jetzt wurde es. Das war eine Knusperparty hier. Das war. Da habe ich mir überlegt, kann ich irgendwas noch machen? Ja. Nee, da kannst du nichts mehr dagegen machen. Da ist der Drops gelutscht. Da hat sich's ausgedacht. Da hat's der Giesel verkackt. Dummheiten haben dazu geführt. Ich hatte ja kein Town Center mehr. Keins. Hab dann hier irgendwo versucht, noch einen zu bauen. Hier ist es soweit. Da, ich hatte in dem Zeitpunkt so Euphorie und so unfassbares. Ich war so aufgeregt. Ich hatte echt einen Puls von 180. Ich glaub's da, ne? Euch. Ja, weil ich konnte es einfach nicht glauben und ich hatte halt auch gleichzeitig halt super Angst, weil wir waren ja schon mal in der Folge davor auf diesem sagenumwogenen Hügel vor deiner Base. Wo wir ja, aber da habt ihr es schlecht gemacht. Warte mal, wir haben ja da verloren, aber da gab es halt auch einen kurzen Moment, wo wir dann doch eine leichte Euphorie entwickelt hatten. Ach so, ja. Also wirklich so, Alter, kann das jetzt wirklich passieren? Wir gewinnen gegen den Westenmann und dann sind wir aber wieder, wir haben es nicht geschafft. Und deswegen war ich da in dem Zeitpunkt so, okay, einfach Konzentration hochbehalten, noch lange nicht jubeln. Ja. Ich habe dann teilweise wirklich auch so gefragt, mega arrogant, ne? So zehnmal, du bist tausendmal besser, ich habe viel weniger gemacht im Spiel, trotzdem war ich so und sag so, ja, der ist doch GG, der zieht das jetzt raus, der könnte jetzt auch mal GG machen. So, aber ich war so, das war so krass, ich konnte es einfach nicht glauben. Ich meine, das Wichtige ist halt einfach, also, wenn ich mir jetzt die Statistik ansehe, ich war zu jeder Zeit schneller als ihr. Also in jeder Zeit. Vor allem die Ritterzeit hat mich mega abgefuckt. Genau, und damit, okay. Also allein damit muss ich viel mehr machen. Also da muss ich, allein die Zeit ist jetzt auch nicht perfekt. Mhm. Ne? Also ich habe ja noch nicht mal gedrushed. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, was da vielleicht noch eine gute Idee gewesen wäre, gegen Florentin. Einfach Drush und dann Fast Castle. Mhm. Florentin ist aus dem Konzept, kann nicht das machen, was er will. Bis zur Feudalzeit konnte er, beziehungsweise innerhalb der Feudalzeit auch noch ein bisschen, konnte er machen, was er wollte, du konntest machen, was du wolltest. Es war alles so, hab's ein bisschen die Zügel zu lang gelassen. Und eine Frage zum Drush, weil ich mich ich gucke ja immer diese Profispiele, das ist ja eigentlich so, das waren die ja fast immer, wo ich mich immer frage, also ein Drush gilt dann als erfolgreich, wenn man allein einen Dorfbewohner killt, ist ja, schon ein also erfolgreich. Das ist schon erfolgreich, also ein Drush ist eigentlich schon dann erfolgreich, wenn du es schaffst, dass Dorfbewohner darauf reagieren müssen, also sprich, dass du mit denen kämpfst oder du sie von Ressourcen wegziehst, dann hast du ja in dem Zeitpunkt einen Eco-Vorteil. Also sprich, da hast du ja Dorfbewohner, die bei dir arbeiten, sind beim Gegner gerade untätig, weil sie entweder kämpfen oder sterben. Ja, auf dem hohen Niveau ist es natürlich, dann machen halt wirklich Sekunden auch was aus. Ne? Richtig. Aber dann hat er die Sekunden schneller die Ritter und kann die dann rausballern. Genau, und das Ding ist halt, du gehst davon aus, auf solchen Maps wie Arabien, dein Gegner versucht in Flash zu spielen. Wenn du es also schaffst, deinen Gegner von Holz fernzuhalten oder von Nahrung fernzuhalten, perfekt. Deswegen ist ja das Quick-Walling, was du zum Beispiel auch ganz gut beherrschst, muss ich sagen. Also du hast es bisher zwei, dreimal ganz gut gemacht. Mhm. Unfassbar wichtig, weil wenn du halt ganz kurz mit einem Dorfbewohner machst und sofort wieder in die Arbeit gehst, hast du den Drush eigentlich schon abgewehrt. Und das Einzige, was du dann mit deinem Drush versuchen kannst, ist halt die Walls anzugreifen, dass dein Gegner wenigstens mit einem Dorfbewohner diesen Wall wieder reparieren muss. Und da hast du ja ein Idle sozusagen. Okay, also vielen, vielen Dank, Marco, für diese sehr selbstreflektierte Analyse. Aber ich meine, das ist ja jetzt. Es ist halt nicht FIFA oder Pro Evo. Ich glaube, da würde ich mich zum Beispiel, wenn ich verlieren würde, super schwer tun, das nochmal anzugucken und zu sagen, aber ich glaube, Age ist immer, guck mal, man kann halt irgendwie selbstreflektiert sein bei Age. Man kann einfach immer, das macht ja auch zum Beispiel The Viper immer super gut, finde ich. Wenn er verliert, nie irgendwie so, so wütend sein oder irgendwie, der andere ist scheiße und der hatte eine bessere Map, sondern immer die Fehler bei sich selbst suchen. Ich lerne fürs Leben bei fucking Age of Empires, weil ich auch immer eher jemand bin, der sagt, oh ja, die Map ist halt scheiße, so. Mhm. Aber nein, einfach gucken, okay, was hätte man selber besser machen können, um diese Information ins nächste Spiel mitnehmen und versuchen, das zu machen. Klingt wie ein fucking Phrasenschweinspruch, aber es ist leider echt so. Aber du machst auch im nächsten Spiel wieder Fehler. Und dann weißt du, okay, ich habe jetzt dann den Fehler. Dann machst du wirklich die Map dann aber auch. Aber dann machst du halt die Fehler, guckst du dir an, okay, ich mache das nächste Mal etwas und denke drüber nach, ach, Moment, ich habe letztes Mal, das war scheiße, also mache ich das jetzt anders. Und machst aber in dem Moment vielleicht einen anderen Fehler wieder, guckst dir das an, machst diesen Fehler nicht nochmal und so weiter und so weiter und spielst dann tausende Spiele und irgendwann hast du nur noch so,
da so, ja, boom, den tötet, Viper tot, okay. Ja, dann okay. Ist vorbei. Ich würde mal sagen, wir machen ein kleines bisschen Werbung, Freunde, denn wir wollen natürlich heute noch zocken. Yes, sir. Ihr habt es euch gewünscht. Jetzt kam die Analyse und wir werden jetzt gleich spielen. Marco und ich spielen ein 2-on-2 gegen noch unbekannt. Wir gehen also jetzt in die Lobby rein. Das heißt, alle, die jetzt gerne zocken wollen, jetzt an den Rechner gehen. Die, ja, die es jetzt im VOD schauen, Pech gehabt. Und wir werden gleich zocken. Das heißt, jetzt kommt die Werbung und dann geht's gleich weiter mit Rage of Empires. Bis gleich. Ah! Genau, hallo, herzlich willkommen zurück zu Rage of Empires. Folge 1. Jetzt geht's los, wir zocken eine Runde. Wir sind ja nicht nur zum, für die Theorie hier, Freunde, sondern wir wollen auch ins Eingemachte gehen. Und zwar haben wir schon eine Lobby offen und wir wollen gerade mal gucken, wir wollen mal eine andere Map spielen. Ich glaube, da werdet ihr euch auch freuen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Arabien gesehen, über 10 oder 12 Folgen lang Arabien gesehen. Es wird mal Zeit für eine andere Map. Marco, du meintest gerade schon, eventuell sowas wie offen zufällig, oder sag du mal, worauf hast du Bock? Im Endeffekt haben wir ja einige Maps, also das sind ja jetzt wirklich, um gleich mal dazu zu sagen, wir spielen ja bisher nur das Grundspiel, ne? Ja. Es gibt ja noch die Erweiterungen. Ja, ich habe mir alle Packages geholt, tatsächlich. Hast du dir geholt? Ja, ja. Och, Mensch. Alle Folge, Barbaren und alles Mögliche. Ja, das ist halt richtig toll. Also, wie halt, da gibt es ja auch noch mal viele neue Maps, viele neue Civs. Und wir haben jetzt gerade, wie gesagt, das Grundspiel und dementsprechend auch nur die Grundspiel-Maps. Hm. Erstmal. Natürlich gibt es nur noch weitere selbst erstellte aus den Age of Empires Communities, aber wir gehen erstmal nur auf die ein. Genau. Arabien kennen wir ja. So, die eigentlich, sagen wir mal, die Standard-Map. Die Standard-Map, 1 gegen 1 Map, also auch. Da kommt es auf Micro und Makro an. Es ist, faire Map, es ist halt wirklich Map, nie irgendwo was groß dabei, wo man sagen kann. Manchmal kann das Holz sehr weit weg sein oder man hat Forward Gold. Aber und so, im Grunde ist es halt bei Weitem nicht so unfair, wie zum Beispiel, das ist die nächste Archipel. Archipel kann, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Nee. Das ist halt mehr sehr, sehr wasserlastig auch. Ich dachte, was heißt Archipel? Archipel, danke schön, Archipel. Ach, Schippe. So. Und ja, es kann sein, dass du zum Beispiel super viel Fisch hast, ich aber gar keinen. Mhm. Oder komplett sehr, sehr schlechten Fisch habe. Mhm. Also auch nicht so geil. Arena, mega geil. Also Arena auch eine der beliebtesten One-on-One-Maps. Ja. Siehe bei The Viper. Sehr, sehr oft wird das gespielt. Du bist eingezäunt, hast eine Steinmauer um dich herum. Der Gegner hat genau dasselbe. Also in der Feudalzeit kann dir theoretisch nichts passieren. Es gibt eine Variante, die aber so riskant ist, dass sie eigentlich jeder gute Spieler mit einem einfachen Kniff abwehren kann. Die hast du uns ja auch schon gezeigt. Die habe ich euch auch einmal genau, gezeigt. Genau, mit dem Turm an die Ecke. Und dann, genau, ja, und, genau, und deswegen ist Arena eher so eine Map. Ich boome, ich lass mir ein bisschen Zeit und dann geht's los. Jetzt versuche ich ein bisschen schneller zu werden. Hier sagt der Chat gerade ganz kurz Teaminseln. Das für, zum Beispiel fand ich auch immer zum Zugucken ganz gut. Ja, Teaminseln. Da startet quasi jedes Team auf einer, ja, wie es der Name sagt, auf einer Insel. Ja. Und man muss halt mit Transportschiffen erstmal überhaupt die Ressourcen vom Land holen. Ich muss auch dazu sagen, Inseln, Teaminseln, Migration, also Völkerwanderung, mag ich total gern. Finde ich super spannend. Mache ich leider noch ein Veto, denn da fühle ich mich, also das ist für mich komplett das Neuland. Natürlich. Und da wir jetzt zu 2-2 spielen, da schon auch einen Anspruch haben zu gewinnen und vor allem aus eigener Kraft zu gewinnen, wäre ich jetzt wirklich komplett, du müsstest mich mega slingen und alles die ganze Zeit erklären. Da fallen einige Maps noch mit. Nicht, da würde ich gerne noch mal trainieren. Also Wasser ist natürlich immer eine Sache für sich. Ist eine ganz neue Welt, die wir noch gar nicht aufgemacht haben, Freunde. Ja. Age of Empires, wir sind gerade mal bei 1%, glaube ich, von dem, was wir alles hier durch. Na, 1% nicht, aber wir haben auf jeden Fall noch so 2%. Unfassbar viel vor uns. Also ich habe ja auch immer wieder versucht, andere Völker zu spielen, dass wir irgendwann alle Völker hier durch haben. Ich glaube, wir haben. Bis auf Wikinger haben wir noch nicht gehabt. Ich habe neulich so ein Steam-Ding bekommen. Ich habe alle Völker jetzt einmal gespielt. Also ich habe gegen alle mal gespielt. Ah, okay, ein Achievement. Ja, Achievement. Genau, also gehen wir mal durch. Was geht's noch? Kratersee, auch Wasser, Mittelmeer, auch Wasser, Mongolei. Interessant. Also Mongolei hatten wir. Haben wir schon gespielt. Haben wir schon gespielt, stimmt. Mongolei hatten wir. Geistersee finde ich sehr, sehr interessant. Das ist in der Mitte einfach nur ein großer See und darum Wald, ne? Nee. In der Mitte ist ein großer See, aber der ist zugefroren. Also es ist so wie Mittelmeer eigentlich. Also Mittelmeer hat ja auch in der Mitte, oder Ostsee hat ja auch in der Mitte einen großen See und du musst mit Schiffen darauf agieren. Bei Geistersee ist es so, der See ist zugefroren und du kannst darin natürlich auch keinen Hafen bauen. Und du musst halt über diesen See rüber, worauf du auch nicht bauen kannst. Du kannst ja auf Eis nichts bauen. Ja. Und das ist halt so ein offenes Schlachtfeld eigentlich. Ja, willst du das machen oder was? Ja, wir machen jetzt mal Geistersee. Okay, dann machen wir das einfach jetzt, weil wir wollen ja wir wollen auch mal hier zu Potte kommen. Wie machen wir das? Wir haben eine Lobby offen. Wir haben eine Lobby offen, die nennt sich Rage of Empires. Die ist eine HD-Version natürlich, man geht auf öffentliches Spiel, also Multiplayer.
und lässt sich die öffentlichen Spiele anzeigen und irgendwo taucht dann Rage of Empires auf. Ja, die Jungs sind doch schon, ich weiß nicht, die sind doch schon da, die sind doch auch schon da. Goldrausch ist auch gut. Wir müssen ja jetzt nur das Passwort raushauen, oder? Ja, das Passwort ist Live-Chat. Mit T, nicht mit D. Genau. Asche auf unser Haupt. Eigentlich hätten wir es mit D schreiben müssen, denn eigentlich schon. Wir sind ja der Chad. Aber jetzt gucken wir mal, ob die Leute reinkommen. Wir haben zwei Soll ich das so machen? Jetzt hast du nur, dann mach mal alle auf, weil ich glaube, wir können ein bisschen, naja. Ja, Zuschauer ist halt immer. Ich hab's ja vorhin gesagt, ich bleibe auch dabei. Ich finde die Elo schon wichtig. Also ich finde, man kann schon daraus ein bisschen gucken. Uiuiui. Achso, du meinst jetzt, wir suchen uns jetzt die Gegner raus. Na, ich würde jetzt schon, oder? Ist es. Bin ich dann der Arsch? Aber ich meine, also, im Endeffekt 15, hätte ich jetzt gesagt, 15er Elo mache ich normalerweise, kann ich gewinnen sozusagen normalerweise. Man weiß aber nie, ob die Leute. Eigentlich will ich das jetzt sehen. Ne? Das ist hier, so. Green Butt. Die mache ich platt alleine. So, jetzt haben wir natürlich die Bredouille. Ja, klingt gut, doch. Dass wir jetzt 8 Spieler hier drin haben und wir können nur gegen 2 spielen. Okay. Also, dann war es einfach eine dumme Idee von mir, alle aufzumachen. Dann deswegen dachte ich halt, ich mach 2 auf. Dann machst du einfach alle unteren müssen jetzt raus, sozusagen. Du meinst jetzt wirklich nur, dass Green Butt und Bombardier gewonnen haben? Also wollen wir es so machen? Komm mal, ich finde es eigentlich nett, weil die halt waren schnell, die waren auf Zack, die wollen auch gleich zusammenspielen. Guck mal, die haben ja schon ihr Team gewählt. Ja, so. Also komm, dann machen die beiden. Tut mir auch leid, also außer ihr geht jetzt alle auf Zuschauer, aber ich würde eher sagen. Unterhalten die sich denn eigentlich untereinander? Inwiefern? Die Frage. Also, wir spielen ja 2-2, die müssen ja eigentlich, glaubst du, das sind welche, die auch im Teamspeak sind? Ich denke, dass sie, guck mal, wie schnell sie auch das Team gewählt haben. Ja, das wäre ganz geil. Komm, wir machen das so. Tut mir leid für Nonsense und Vleach und Alfred Jodokus Quack, aber wir werden heute mal gegen die anderen beiden. Wäre so witzig, spielen. Wenn da einer zufällig gerade einfach irgendein Dude ist aus Russland oder sowas. Oder Viper. Da ist einfach einer drin, der einfach ganz normal im Spiel da war doch so ein Passwort drauf. Wie dumm kann man eigentlich sein? heute noch ein bisschen. Ey, ganz ehrlich, ich muss auch noch ganz kurz was dazu sagen. Du hast ja vorhin gesagt, hast du das Setting schon gesehen? Ja. Ich hab's auch gelesen dann im Chat. Ich kam mal hier rein und dachte mir, alte Scheiße. Ja, Riesen-Chapeau nochmal an die Setbauer, namentlich, ich glaube, Raphael, wer war noch. Ach, die Aufnahmeleitung. Die gesamte Aufnahmeleitung. Kannst du eigentlich die immer wieder loben. Und das ist der Hammer. Also, ja, Asche auf mein Haupt habe ich auch vergessen zu erwähnen. Habe ich natürlich schon intern gelobt. Also von daher alles gut. Das finde ich auch, ich finde es fantastisch. Ich finde das hier wurde sich richtig Mühe gegeben. Das, wie gesagt, mit dem Design kombiniert und so. Von Dima gemacht. Also großartig ist das Intro von Dima mit dem Design hier. Ey, hammergeil. Also ich bin. So, jetzt ist auch genug mit der Lobesparade, jetzt wollen wir mal zocken. Ich hab nämlich, jetzt sei mal ruhig hier. Ja, aber ich hab doch, weißt du, hab ich dir auch geschrieben, ich habe ja geträumt von diesem Format, wie das ist, die erste Folge abläuft. Ja, wirklich. Oh Mann, ey. Das war so, ach du je. Wir saßen zusammen am Moin Moin Tisch, es wurde eine Führung gemacht, wo Leute vor der Kamera standen und gesagt haben, wie toll sie Rocket Beans finden. Und ich so, ey, wir zeichnen hier gerade auf. Und die sind dann hier rumgelaufen und haben sich dann alles angesehen, war super laut und kein Set war frei. Und wir saßen an diesem kleinen Tisch da hinten. So, ich sehe gerade hier, jetzt geht das schon los. Jetzt hat der eine kein Teamspeak oder was. Add mich mal, ich schick dir den Teamspeak. Na, Leute, komm mal los. Also, das müssen wir doch vorher klären. Also, wir müssen jetzt mal, komm zu Potter. Ja, sei hier. So, wir können haben natürlich auch. Oh, ich muss natürlich Sound anmachen. Hier, meine Kopfhörerchen. Weil natürlich, ich kann auch immer wieder nur eine große Lanze auch für die Community brechen, weil wir haben jetzt in der letzten Folge fast die 100.000 Views wieder erreicht. Mhm. Fast 8.000 Daumen hoch. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir jedes Mal wenigstens über die 5.000, 6.000 Likes kommen. Das finde ich so geil, weil das bringt dem Format was. Dem und in allen Ehren. Aber wir müssen jetzt auch mal zocken, Freunde. Ja, du bist der Letzte, der noch nicht reingeklickt hat. Ich weiß, aber wir wollten noch irgendwie Teamspeak noch klären. Ist es jetzt nicht so? Nee, die sind doch fertig. Ja bereit. Alles klar. Die sind doch fertig. Jetzt krieg mal kein feuchtes Höschen, Marco. Ey, es wäre ja was Gutes, ein feuchtes Höschen. Warte, es gibt ja auch neue, ne? Okay, wir spielen alle mit zufällig einfach? Genau. Okay. Und Map 4, Spieler groß. Map 4, Spieler, Geistersee, Eroberung. Alles Standard, auf geht die Lutze. GLHF. GLHF, ich bin Chinese, du bist Franke. Wir sind Franken. Perser und Japaner. Guter Ritter. Das Schöne, das kann ich gleich dazu erwähnen, an dem Chinesen ist, dass sie am Anfang erstmal nur ein Haus bauen müssen. Dafür aber natürlich. Ich habe meine Schafe einfach noch nicht gefunden. Ich hasse es. Eieiei. Was machst du, wenn du die Schafe nicht findest am Anfang? Einfach nochmal schön holzen. Auf Bären gehen zum Beispiel. Also erstmal, dass du auf Bären bist, dass du ein bisschen Nahrung hast, Loom entwickeln und so ein Quatsch halt. Mann, die war da, war er.
Ja, vor allem erstmal ruhig bleiben, ne? So, jetzt habe ich 6 Dorf gewonnen und habe noch nicht einmal Nahrung gesammelt. Das ist natürlich jetzt einfach wack. Maru. Maru. Ja, aber wie gesagt, Chinesen spiele ich eigentlich ganz gerne. Haben auch den Meine Schafe sind im Wald. Die kommen da nicht raus. Oh, das ist natürlich schade. Was ist denn hier los? Die kommen, ich habe meine Schafe nicht ran. Wirklich nicht? Ei, ei, ei. Wolltest du neu starten? Wenn du wirklich nicht rankommst, zeig mal. Hier. Wo? Die hier. Oh, 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 warte mal. Das ist halt. Die sind im Wald drin. Die kleinen Schafis. Ja, das ist scheiße. Die chillen da im Wald. Also ich würd eigentlich sagen. Ach komm, scheiß drauf. Nee, ja, Geistersee hat natürlich auch den Vorteil. Scheiß drauf? Ja, scheiß okay. drauf. Okay, Egal, krieg okay. ich auch so hin. Geistersee hat den Vorteil, in der Mitte gibt's extra Schafe. Also okay. auf dem Gewässer wandern überall extra Schafe rum. Ja. Kann man machen. Die chillen da, die Schafe. Ich lass die da. Die sollen ready sagen. Okay. Sollen ja ready sagen sie wahrscheinlich, aber schreiben nicht in den Allgemeinchat. Doch, ja, okay. Okay. Übelst die Chiller-Schafe da. So. Aber ich habe die anderen auch schon entdeckt. Aber jetzt fehlt mir hier. Ei. Da ist eine Katastrophe hier, der Start. So. So. Ja, so. Ich sag dir, dieses So, das beruhigt einen. Ich hab's mir auch ein bisschen angewöhnt. Das ist so dieses So, jetzt haben wir das. So, dann sagst du laut, was du als nächstes machst. Und so. Und so. Und so. Bei 2&2 ist es wirklich so, wir haben ja am Freitag zusammengespielt, dass jeder ja so gesehen seinen Gegner erstmal hat. Und sich um den kümmert. Gott, der Boah ist aber weit weg. Das könnte natürlich jetzt tricky werden. Man kann natürlich die Einheiten ein bisschen aufeinander abstimmen. Also genau. Also ich werde auf jeden Fall wieder auf Bogenschützen gehen. Uiuiui. Ja, ich gehe natürlich auf Ritter mit Franken. Ja, ja. Also du sagst Ritter. Oh, ich habe ja, ich bin ja gut. Ich bin ja Chinese. Ich habe ja Loom. Oh, wie schön. Genau, dass ich dann zum Beispiel Bogenschützen mache und du dann Ritter machst. Aber du kannst halt dann auch schon in der Feudalzeit angreifen, ne? So ist nicht. Ist ja, halt ich gehe sowieso schnell hoch. Ich mache jetzt gerade zur Zeit wieder meine 23 Pop Feudalzeit. Ah, ja, ja. Die, die mir gerade ganz gut wieder gefällt. Ich habe bei Match, wo wir gespielt haben, habe ich mit 27 Pop, also eigentlich so wie man es normalerweise Fast Castle spielt, macht. Mhm. Aber ich habe auch echt gute Erfahrungen gemacht mit diesem 23 Pop hochgehen. Mhm. Ich finde das gar nicht so schlecht. Man hat dann halt nicht so eine gute Eco, muss die dann so ein bisschen reparieren später, also reparieren in Anführungsstrichen. Man kann aber recht schnell 4-5 Ritter bauen und die dann. Ich würde auch vorsichtig sein, also wenn du Fast Castle spielst, wall dich ein. Also Geistersee ist halt auch eine schöne Wallmap, also kann man machen, also kann man sich gut einwallen. Ja. Dass du halt in der Feudalzeit nicht so angreifbar bist, oh Gott. Idle. Ey, warum tun die immer, ich hasse es, wenn die Schafe einfach trotzdem holen. Ich hab den hier stehen gehabt, ich wollte überhaupt nicht, dass der den schon abschlachtet und der geht einfach dahin. Ja, Ophir passt. So, die sind ready. Chasse auch. Liebe. Jetzt ist dieses Schaf da am Arsch der Welt, ey. Ja, ja, ja. Ich versuche dir mal ein paar neue zu finden. Wie gesagt, in der Mitte der Map gibt's noch. Ah, scheiße. Ei. Oh, da ist auch noch ein Schäfchen, was die Bauarbeiter beobachtet. Jetzt Greenbutt laggt etwas. Oh, jetzt bin ich auch noch raus. Ah, ich spiele gerade schlecht, egal. Ja, ist doch wurscht. Ein bisschen hier. Was machen? Greenbutt, wie gesagt, ein bisschen an der Verbindung noch rütteln, also dass da vielleicht noch ein paar. Ja. Ein bisschen Geschwindigkeit noch rausbröselt. Oh, ich habe hier nur. Ich bin ja aber auch ein Deppel. So. So. Ja, also wie gesagt, ganz nett auch Start.
passt für mich alles soweit. Und tschüss. Ayo. Ayo. Und, oh, hat er überlebt. Der gelbe Scout ist tot, das ist schon mal schön. Oh. Ah, jetzt hab ich keinen Schaden. Hab aber auch nicht aufgepasst. So. Ah, jetzt hätte ich doch gern die Schafe da. Ja, ja, ne? Das ist halt so, ist halt schon ein Nachteil. Ja, naja, aber ich habe auch ein bisschen, ich habe auch ziemlich schlecht gespielt gerade am Anfang. Ich habe es ein bisschen verkackt. Wo ist denn der Bohr? Hier, ne? So. Und ein bisschen lamen. Ui, da habe ich auch. Oh, scheiße. Jetzt ist mein Dings ins TC gelaufen. Ciao. Ja, danke dafür. Ja, egal. Also seine... Hier ist auf jeden Fall... Alter, grün. Ja, ich habe auch hier. Okay, hab grün entdeckt. Aber auch schon, meine ich, gesehen, wo er ist. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich Nahrung kriege. Ich habe jetzt keine Schafe mehr, muss jetzt schon Felder bauen. Ja, wie gesagt, in der Mitte scouten auf dem... auf dem... Ja, ich habe jetzt... Mein Scout ist gerade gestorben. Ach so. Stimmt. Eieiei. Was ist das? Ich versuche dir mal welche zu finden, oder? Ja, ich gehe einfach mehr auf Holz. Und, ich habe hier einen. Mit 6 Felder, das passt schon. Das passt schon, passt schon, passt schon. Das passt. Perfekt. Ja, du kommentierst fleißig, oder wie sieht's aus? Bitte was? Irgendeiner muss kommentieren. Ja, ich gucke gerade, was der macht. Also meiner wallt sich hier ab. Ja, so ein bisschen. Komm her hier. So, dann nicht. Ich werde jetzt natürlich ewig brauchen, um hochzukommen, weil ich jetzt natürlich meine Nahrung 500 mit... Ach so, warte mal. Ich muss den... Ah, okay. Alter, ich mache ja gerade nur Scheiße. Ich habe auch noch vergessen, den zweiten Board zu holen. Das ist ja gerade wirklich eine Katastrophe gerade. So, ich bin ab. Wo habe ich denn eigentlich? Ah, ich bin aber auch blind heute. Uah. So. Komischer Ghost Lake. Ganz, ganz komischer Ghost Lake. Hey, ich hab ein Schaf bekommen. Nice. Hast du mir geschickt, oder was? Ich hab den Schaf geschickt, ja. Ah, danke. Voll cool von dir. Also ja. So, ich muss jetzt tatsächlich. Also würdest du jetzt sagen, da ich jetzt dir diese. Na egal, nee, ich, ist egal. Mhm. Die Frage hat sich eigentlich erledigt. Okay. Ah, ja, ja, ja. Cool, ich konnte jetzt sehr spät hochklicken. Aber naja. Ach, jetzt sind immer meine Schafe frei. Weil die Holze. Die Holze haben das. Hier ist das Gold vom Gegner. Ihr seid endlich frei! Dein gelber ist stark auf Gold drauf. Okay, dann ist es meiner hier, ne? Gelb. Gelb ist deiner, genau. Ja. Grün ist meiner. Ich werde den mal mit. Naja, nee, mal gucken. So. Uiuiui, da fehlt ein Häusche. Vielleicht von dem, der so ineffektiv arbeitet. So. Auch immer die Woodline überprüfen, weil ich auch gerade nochmal. Und die Goldline. So, jetzt wall ich auch mal ein bisschen ab hier. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich habe eigentlich eine ziemlich gute Map, aber habe am Anfang einfach Scheiße gebaut. Ich habe eigentlich eine gute Map, habe ich gerade gesagt. Mhm. Habe am Anfang einfach verkackt. Ja, mei. Das passiert. Okay.
Mineo. So, jetzt kommt noch 20. Komischerweise habe ich jetzt aber eigentlich eine ganz gute Wirtschaft, weil ich so spät hochgehe. Ja, ist doch schön. Das ist doch gut. Das freut mich für dich. Ah, ich werde angegriffen, glaube ich, irgendwo. Ah ja, hier sind ein paar Bogenschützen. Eieiei. Oh Gott. Ich depp. So. Ja, scheiße, ey. Kommst du klar? Ja, schon. Ich hab halt jetzt. Ich bin ja so, da ich so spät hoch bin, habe ich natürlich keine Gebäude gerade. Eieiei. Muss jetzt schnell Plänkler bauen hier. Kann natürlich mich gar nicht verteidigen. Das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Okay. Und hab meine Häuser auch schlecht gebaut, sodass die eigentlich jetzt lange Wege gehen müssen bis zum Dorfzentrum. Das war auch schlecht. Jetzt sind 5 Bogenschützen bei mir. Also jetzt bräuchte ich tatsächlich Hilfe, wenn du irgendwie kannst. 5 Bogenschützen? Ja. Also ich kann halt. Ich konnte halt super spät, wie gesagt, Sachen bauen. Also im Endeffekt, wie gesagt, kann ich jetzt entweder Druck bei meinem Gegner machen oder du hältst noch ein bisschen durch, wenn das geht. Ich, jetzt kann er gerade nur meine, also meine Wirtschaft, ist alles gut, also meine Wirtschaft ist jetzt einfach kurz on hold, weil er okay, jetzt, dann versuch das zu halten und ich mache hier ein bisschen Stress. Er kann jetzt nur meine Häuser angreifen eigentlich, also es passt schon alles, aber ich kann jetzt halt erstmal noch nicht wieder raus auf die Felder. Das nervt auf die Felder, auf die Felder. Ah, scheiße, ey. Da will ich rein. Da will ich rein. Jetzt hat er mein Gold auch denied. Ach, Leute, ey, echt. Okay, nervt. Alles gut. Alles gut noch. Hui. Vielleicht kann ich mit dem Scout ein bisschen was nerven. Jetzt ping mal, wo der ist. Also Alt-F. Ja, ich komme damit locker klar, alles gut. Ach, da ist er. Okay, da ist einer. Ja, ja. Ja. Das sehe ich doch. Da kommt wahrscheinlich jetzt ein Turm. War nur ein bisschen nervig, aber jetzt habe ich das schon hingekriegt. Okay, meiner scheinbar, also entweder jetzt kommt er hier mit mehr nach, aber ja, die kriege ich eigentlich. Okay. Also meiner hat scheinbar noch kein Gold. Also ich versuche noch mal ein bisschen reinzugehen, aber so. So. Ach ja, du, das ist doch, ne? Ja, meine Wirtschaft ist einfach mega am Arsch jetzt halt, ne? Also ich muss jetzt alles machen. Ey, easy, ich gehe auch gleich mal zu deinem. Also meiner ist, glaube ich, schon, ja, also baut gerade Milizsoldaten. Er war auch, glaube ich, ein bisschen neuerer Spieler. Ist jetzt auch, wie gesagt, ey, echt nicht schlimm. Das ist jetzt hier wirklich nichts, um jemanden bloßzustellen oder sowas, sondern einfach nur, let's have some fun. Und dann ist gut. Ich brauch Holz. Hast du schon einen Marktplatz? Noch nicht, nee, aber ich kann einen bauen. Wo baue ich denn hin? Komm hier. So, ich deny deinen mal von seinem Gold. So. Und jetzt muss ich auch mal auf. Ein bisschen drauf achten, jetzt werden die Felder natürlich ein bisschen am Arsch sein. Oh, der hat auch hier noch ein Schaf. Ich töte. Oh. Der hat jede Menge Speerkämpfer, aber es bringt ihm so gar nichts. Bûcheron. Ah, oh, noch ein bisschen Gold brauchen wir. Oh, das ist nervig, ey. Das ist so nervig einfach nur. Aber er ist auch bei sich beschäftigt. Also er hat, wie gesagt, beide haben sehr viele Speerkämpfer gebaut.
Ja, der ist ordentlich verletzt. Es ist echt stressig, ey. Alles gut. Der also kommt halt die ganze Zeit. Ich kann halt einfach leider nicht weiter aufbauen. Das ist das alles Problem. Gut, er wird erstmal sich auch ordentlich tot. Also ping mal, wo er ist, dann komme ich mit ein bisschen was rüber. Oh, nicht pennen, Marco. Nicht pennen, Marco. So. Ich mach mal Kartografie, da musst du nicht mal pingen. Da sind extra Sheeps. So, ich muss jetzt mal alle Felder wieder besetzen hier, ey. Fuck, der hat echt ordentlich Dorfbewohner gekillt. Eieiei. Eieiei, da ist er auch. Oh, Litauer. Schräger laufen, ja. Ja, okay. Okay. Da komme ich nicht ran, da komme ich nicht ran. Okay. Oh, sorry, falsche Taste. Ha! Umgegriffen. Wie läuft's denn bei dir? Gut. Bin gleich Ritterzeit, hab den Gelben jetzt ordentlich was gekillt, hab den Grünen ordentlich was gekillt. Ja, ich hol mich jetzt auch. Also der hat mich halt sehr gestresst am Anfang, ja. Und da ich halt auch so einen schlechten Start hatte, war das gerade auch... Alles gut, ich bin jetzt noch mit einigen Einheiten bei dir zwar, aber... Bisschen schwierig gerade ja. Für mich, aber ich hab's, glaube ich, hingekriegt. Jetzt erhole ich mich langsam. Mhm. Ich habe halt super viel Nahrung verloren, weil der hat bestimmt 6 oder 7 Dorfbewohner gekillt und die waren leider auf Feldern. Eieiei. Aber, naja, wird schon... So. So. Aber 800 Gold, ne? Aber keine Ahnung. Also. Alter. Naja, ich konnte ja nichts abbauen, während er mich angegriffen hat. Also an Nahrung. Ach, doch nicht so viel Gold. Oi. So. Ja, aber wie gesagt, der ist auch am Sack. Boom. Muss, glaube ich, einen Marktplatz und Nahrung kaufen. Nahrung brauchst du? Ich gebe dir mal ein bisschen was. Na, ich, um hochzuklicken halt, ne? Ja, jetzt kann ich hochklicken, danke. Bitte. Vielen Dank. Dann geht das auch alles. So. Ich kann aber auch schon bald eine Burg bauen, dann direkt, das ist auch nicht schlecht. Nice. Er geht auf Ritter. Jetzt haben wir nämlich das Problem. Jetzt bin ich halt der reagiert und nicht agiert. Ja gut, aber sein Gelber ist ziemlich am Sack. Der Gelbe kriegt auf jeden Fall Rache, der hat mich genervt. Oi. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ah, verhielt, ja. Das ist halt der Klassiker. Hast du ein Loch in der Bauern? Ja, ich hab halt meine Holz-Villager haben halt abgebaut und irgendwann... Oh. Kann ich damit eigentlich zurück? Oh, was will ich dafür geben, jetzt einfach schon oben zu sein? Ich bin ja nur am Struggeln, ja. Dem kleinen Mini-Dorf hier. So, hier die Lücke muss ich hin, gleich ein Dorfzentrum mache ich hier hin. Dann mache ich noch ein Dorfzentrum hier hin gleich. Alles klar.
So, gehen wir mal hier rein. Oh, da die sollen das jetzt schon mal bauen hier drüben. Okay. Und dann gehen wir hier auf das Gold mit den nächsten Dorfbewohnern. So, WZ, komm, komm, komm. Gib mir die Ritterzeit. So. Ritterzeit, Ritterzeit, Ritterzeit. Oh, hab nicht genug. Oh, wir fehlen 5 Holz. Komm mal. 5 Holz. Ja, jetzt hab ich's. So, und jetzt mal Ritter rausballern. Jetzt baller mal. Baller mal ein bisschen. Ich greif den jetzt auch gleich an direkt. Oh, ich kann ordentlich Ritter leisten. 7 Stück. Wie gesagt, er geht auch auf Ritter. Von daher, alles gut. So. Ai, ai, ai. Jetzt gibt's die Rache, Alter. Vendetta. Die Donny-Rache. So. So. Oh, die habe ich nicht aufs Holz geklickt. Ich Depo. Meine Fresse. Jetzt geht's aber los. Jetzt brauche ich für jede Menge Holzer. Falls du Holzer hast. So, wo kann ich Damage machen? Wo brauchst du irgendwie Hilfe? Hilfe brauche ich gar keine. Mach mal ruhig bei deinem richtig Damage. Okay, ich versuche mal jetzt. Ah, der wird wissen, dass ich mit Rittern komme halt, ne? Ja, gucken wir mal. So, jetzt mal ordentlich Holz ballern hier. Baller mal. So, wo sind die jetzt rausgekommen? Ach. So, wo ist die Schmiede? So, Defensiv-Upgrade auch noch drauf. Jetzt geht's ab hier. Ja, sicher. Jetzt kommen sie langsam raus, die geilen Nazguls, Alter. Ja, baller mal einen raus. Ja, ich hole die jetzt hier. Der geht jetzt, der muss jetzt dran glauben. Kannst du noch mal kurz pinpointen, wo der war? Hier ist sein Gold, hier ist sein Wood, hier ist sein TC. Geh mal hier. Und genau. Baller mal. Baller mal so richtig. Wo ist denn der? Wo greift denn der mich hier an? Da oben, okay, alles klar. Die Nazguls. Die Nazguls bewegen sich über das. Ah, da ist er gerade. Da kommt er hoch zu mir. Alles klar. Mit 2 Rittern. Ah, naja, 2. Soll ich Axtwerfer bauen? Nein. Okay. Die Ritter. Eieiei. Ei, ei. Der soll hier. So, jetzt kommt er gleich rein bei mir. Mal gucken. Aber er hat ja nur. Komische Mauer hier. Komischste Mauer aller Zeiten. Aber gut. Ja, jetzt geht ihr mal schön in meine Burg rein. Dann mach ich den einen Ritter auch platt hier. Machst du alle platt hier? Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Nazguls, Alter. Okay. Jetzt gehe ich auf sein Gold. Ja, die Plänkler, die frühstück ich weg. Die knusper ich. Knusper mal. Ja, ich knusper ordentlich. So. 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 So, jetzt wird ja auch geknuspert. So. Das Torfzentrum ist mir scheißegal. Ich habe genug Geld, genug Gedöns. Hi, du dumme da! Ja. Den mache ich gerade gut Damage hier bei ihm. Bei Gelb. Muss mal kurz gucken. Der hat hier, glaube ich, ein paar Ritter bei mir. Ah ja, die habe ich auch. Alles klar. Umeideln. Scheiß drauf. Hier. So. So, nicht das Haus angreifen, bitte. So, die nehme ich zur Ablenkung. Und mit denen greife ich weiter an. So. Nicht durchs Dorfzentrum, hat er nicht genommen, das Bait. Alles klar.
Dann gehen wir mal hier schön hier durch zwischen den beiden TCs, Freunde. Nicht vergessen, weiter Dorfbewohner zu bauen. So nämlich. So, hier knuspern wir mal ordentlich an. Knuspern mal. Sollen wir schon... Sollen wir es schon callen? Er sagt schon hier GG. Aufs Gold gleichzeitig. Er sagt schon GG. Ah, du bist auch drin, super. Ja. Okay, weil der andere muss ja noch, ne? Ja! Mein lieber Gelb. Aber das ist für die Bogenschützen am Anfang. Bitte, baut das doch bitte. Ja, schön! Ja, schön. Ei. Gut gespielt, Donny. Nee, ich habe super schlecht gespielt tatsächlich. Also erstmal vielen Dank. Ich habe den Anfang komplett verkackt. Ich habe die zwei Schafe, gut, da kann ich nichts dafür. Ich habe den Boar vergessen. Ich habe einfach meinen zweiten Boar vergessen. Den nicht angeknuspert. Ich meine ja auch eher, dass du halt, guck mal, du hast, furchtbar. Auch wenn du halt unter Stress standest, hast du ja trotzdem dich dann irgendwie versucht, wieder aufzubauen. Kriegen wir noch eins hin? Ich weiß es nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Ich will noch eins zocken. 17 Uhr muss pünktlich in sein Fenster. Ah, stimmt. 17 Uhr. Wie spät ist es? Ich bin so warm. Ah, egal. Ich hab jetzt noch 5 Minuten an dieser Wand. Ja, ja, okay, genau. Du hast recht. Also erstmal Respekt, muss man auch mal sagen, hier an Bombardier. Der mich, wie man gesehen hat, sehr, sehr gestresst hat hier. Und ich habe es ja eingangs gesagt, es ist dieses Warmsein. Ich bin gerade nicht eingespielt, ja. Und war damit auch, bin sofort in Panik geraten, habe meine Dorfbewohner hier abgezogen. Hat er gut gemacht, weil er von hier gestresst hat. Hier ist auch ein kleiner Hügel, den hat er auch genutzt gegen meine Plänkler, mhm. Die dann relativ spät kamen. Ich musste dann quasi diesen ganzen Bereich eigentlich im Grunde genommen abziehen, weil er eigentlich immer wieder hier, sonst hätte er einen Dorfbewohner wegknallen können. Dann habe ich keine Nahrung gehabt. Hab aber weiterhin zum Glück hier relativ viel Gold, deswegen hatte ich 800 Gold. Ich konnte halt hier weiterhin noch abbauen, hier oben noch holzen. Ah, da. Und dann hätte ich, genau, und deswegen, wie ich es vorhin gesagt habe, wie man es machen muss, die Fehler suchen. Ja. Ich hätte wahrscheinlich nicht alle einquartiert lassen sollen, sondern einfach merken, okay, ja. Hier ist jetzt einfach nicht betretbare genau. Zone. Nimm die Dorfbewohner, zieh irgendwie ja. Hier rüber. Geh, ja, nicht nur das, guck mal, du kannst ja zum Beispiel da, wo dein Lumbercamp ist, das, was ja rechts da ist, da zum Beispiel einen kleinen Wall, ups. Das genau, habe ich ja, genau, da einen kleinen Wall. Tatsächlich versucht, aber und ja. Dann zum Beispiel halt, guck mal, du hast so viel Gold, das merkt man dann schon ein bisschen schneller. Ja. Dann bau irgendwo einfach eine Mühle hin und setz 6 Felder drum. Boom. Genau, sowas. Ich hätte die alle mitnehmen müssen, Mühle, 6 Felder, fertig. Ja. Dann hätte ich auch nichts Problem gehabt. Dann habe ich mich aber regeneriert. Ja. Hab dann hier, das Witzige ist, dadurch, dass ich so eine super schlechte Dark Age hatte, ja. Hatte ich in der Feudalzeit eine sehr gute Wirtschaft. Das also ich bin ja hochgeklickt mit 34, 35 Dorfbewohnern. Also. Das ist doch perfekt. In diesem Sinne, ja. Finde ich, war stimmt, das ein toller Auftakt, ja, viel, ne, für Rage of Empires. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir zum nächsten Mal schon jetzt hier zum Beispiel zum Ende Keys raushauen können. Und hier, spielt es doch auch mal. Und nächstes Mal gibt es auch einen Offensivmarkt. Also gibt's den Offensivmarkt, muss es geben. Ne, muss man klar sagen. Und ey, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Community-Feedback bis jetzt. Ich hoffe, dass heute ohne Florentin hat euch auch sehr gut gefallen und lasst auch gerne den einen oder anderen Daumen nach oben da, der hilft nämlich wirklich sehr viel. Kommentiert weiter fleißig und gebt uns gerne Feedback. Genau, und nächste Woche, könnt ihr euch darauf freuen, gibt es natürlich Flonny versus Marco, genau. Das große Rematch. Das. Wir werden einfach noch mal zocken und Marco wird sehr motiviert sein und da werden wir einiges zu besprechen danach. Vendetta! Auch haben. Vendetta. Also, haut rein, habt ein schönes Wochenende, macht's gut, ciao. Ciao.